Komm näher. Komm noch näher. Ich will dir was geben. Was? Er will mir was geben? Stell dir vor. Stell dir vor. Gratis Geld. Gratis Geld? Meine werten Damen und Herren, das ist Picomino. Irgendwie so heißt dieses Spiel. Ich glaube Picomino. Ja. Und das werden wir heute spielen. Ja, du hast richtig gehört. Ich will dir Geld geben. Kostenlos. Gratis Geld. Wow. Ich sag dir, wie das funktioniert. Du hast wahrscheinlich viel Müll in deiner Stadt und der nimmt viel Platz weg. Okay. Ich schicke dir meine Roboter in deine Stadt und dann sammeln wir das ganze nutzlose Zeug. Du brauchst gar nichts zu machen. Oh, okay. Und dann kommen die vorbei und sammeln den Müll auf? Verflixt, sie geben dir sogar noch Geld dafür. Also ein Roboter, der meine Stadt aufräumt und mir dafür noch Geld gibt? Gratis Geld! Okay. Er scheint tatsächlich überzeugend zu klingen. Du vertraust mir noch nicht? Na dann, vertrau diesem Kerl. Vertrau mir, es gibt gratis Geld. Siehst du, wie ich gesagt habe? Wenn nächstes Mal einer meiner riesigen Roboter über deine Stadt fliegt, lass ihn also friedlich arbeiten und ich mach dich im Handumdrehen reich. Okay. Bis dann, pass auf dich auf und denk daran. Du bist perfekt. Okay. So, das, meine werten Damen und Herren, ist das Spiel Pikmin. So sieht es aus. Und da ist ein Geist und wir haben eine Hauptaufgabe und müssen mit diesem Geist hier kommunizieren. Hallo? Oh, gut. Du bist endlich wach. Guten Tag. Que puedes moverte? Yo no hablo español. Yo no hablar español. Yo no... Irgendwie so. Okay, wir haben hier also einen Geist, der mit uns reden möchte und wir sind ein Ball. Und wow, wir können sogar laufen. Abgefahren. Okay, wir sind ein kleiner roter Ball, der in der Lage ist, mit seinen zwei Beinen nach links und rechts zu laufen. Und wir haben einen Geist, der mit uns kommunizieren kann. Prima. Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe. Du hast lange geschlafen. Ich glaube, es wird Zeit für dich, ein bisschen frische Luft zu schnappen. Okay, du gehst also weg. Wer bist du nochmal? Du gehst also weg? Ich nehme mal das hier. Ich kann nicht nach draußen. Ich bin ein Geist. Ich würde sterben. Oh, okay. Hauptaufgabe. Finde einen Weg hinaus. Nun gut. Da haben wir mal wieder eine Aufgabe, die wir wahrscheinlich zu lösen haben. Gehen wir einfach mal hier runter. Tada! Wow! Ist das das Schlafzimmer vom Geist? Und was ist das da? Das ist einfach ein Ball. Ein roter Ball. Und hier mit X können wir wahrscheinlich hier die Garderobe öffnen. Ah ja. Okay, so wie es aussieht, wohnt hier der Geist. Das ist wahrscheinlich das Wohnzimmer vom Geist. Da sollten wir vielleicht nicht lang gehen. Wir sollten vielleicht eher versuchen, hier oben lang zu gehen. Der Geist war da gerade eben noch da. Unten führt es wahrscheinlich auch lang. Aber wir drücken uns mal hier durch, können uns automatisch ducken. Da muss ich nicht mal einen Knopf drücken. Und hier sind sowas ähnliches wie Brücken. Oh, eine Obby. Ey, und da oben ist er. Hallo. Na? Ah, dieser große Felsen wirkt nicht sehr stabil. Okay. Vielleicht kannst du ihn wegtreten. Ja, kann ich das? Hey, ja. Hi. Oh, mit X können wir treten. Hi-ya! Hi-ya! Wow, amazing. Cool. Das heißt also, wir können in diesem Spiel sogar Steine kaputt machen. Oh, und da sind Pilze. Mal gucken, was wir mit denen machen können. Wow! Okay, ein Klassiker natürlich. Whee! Man kann also mit den Pilzen sich schnell fortbewegen. Oh, lila Guffe? Wir gehen da mal rein. Oh, okay, ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, ich sterbe, aber es scheint einfach nur Wasser in dieser Dimension darzustellen. Oh, guck mal, wir können auch nach links gehen. Was haben wir da? Ist das ein Geheimweg? Weg mit diesem Stein und hoch zu diesem Geist. Sei hier vorsichtig, der Boden scheint leicht kaputt zu gehen. Alles klar, kleiner Geist. Ich kann das. Oh, oh Gott, oh Gott. Wow. Wow. Okay, nice. Oh, hier tropfen sogar die Steine von der Decke. Es gibt so viele Wege. Ich denke, du bist startklar. Was? Haben wir jetzt schon den Ausgang gefunden? Viel Glück da draußen. Sei vorsichtig. Und schick mir Postkarten. Okay, mach ich. Was für ein netter Geist. Er will einfach nur eine Postkarte haben. Ich muss schon sagen, das ist ein netter Geist. Oh, schön. So, jetzt gehen wir hier hoch und gucken mal, was das Ganze dementsprechend hier mit sich bringt. Hauptaufgabe, finde einen Weg hinaus. Wo bist du? Oh, ist das ein nicer Track. Und wir können hier alles treten, was wir wollen. Schaut euch das an. Was? Warum kann ich die da vorne? Jawohl, wegtreten. Alles wegtreten. So, guck mal, wir können sogar hier hochlaufen. Das ist bestimmt ein Secret. Ah, ist hier oben ein Secret, wenn man hier hochläuft? Pusteblumen. Oh, was? Da muss man sogar was reinlegen?
Aber das haben wir nicht. Man braucht ein Item. Okay, wenn wir dieses Item finden, müssen wir auf jeden Fall dorthin zurückkehren. So. Doppelter, dreifacher Salto runter und das Schild lesen. Achtung! Diese Tür nicht eröffnen. Dahinter schläft die Bestie. Was? Welches Türlein bleibt hier verschlossen? Ich drück mal hier diesen Stein da auch nach unten, ne? Wird schon irgendwie was bringen. Und wir haben dann hier nochmal einen Stein. Wollen wir den auch runterschmeißen? Nö. Wir gehen einfach mal hier durch dieses Maisfeld. Dann haben wir hier einen kleinen Pilz. Und guck mal, da oben sind wunderbare kleine Vögel. Mit denen können wir reden. Guten Morgen. Oh, guten Morgen, kleiner Vogel. Da ist eine Vogelscheuche. Hallihallo. Wie geht es dir? Gut, gut. Häng hier bloß ein bisschen auf dem Feld rum. Alles klar. Was ist mit der Vogelscheuche? Warum? Ja, stimmt. Warum hat das eigentlich keine Angst vor der Vogelscheuche? Ernsthaft? Eher verscheuche ich die, als sie mich. Okay, alles klar. Ich hätte auch nicht unbedingt Angst vor dieser Vogelscheuche. Sieht nicht unbedingt angsteinflößend aus. So, wir gehen mal hier wieder hoch. Laufen hier mal durch den Mais weiter hindurch und müssen eigentlich dieses Item finden, was wir gerade eben gesehen haben. Aber stattdessen kriegen wir hier diese Raupe, über dieses Seil, über die wir gerade durchgelaufen sind. Und hier können wir einfach weiterlaufen. An einem Berg vorbei, wieder durch ein Maisfeld. Und da... Was ist das? Sind das Gegner, die wir vielleicht treten müssen? Ich schwöre, ich habe was gehört. Auf den Feldern? Ach, keine Sorge, wahrscheinlich nur die Vögel. Ich weiß nicht, es klang ziemlich forsch. Wie? Ja, das Geräusch der Bestie, die kommt, um dich zu fressen. Oh, mach keine Witze darüber. Sie könnten in den Feldern lauern und uns anspringen, wenn wir uns umdrehen. Hey, entspann dich. Niemand hat die Bestie je gesehen. Wahrscheinlich existiert sie nicht mal. Lass uns zum Dorf zurückgehen. Übrigens, diese Schrift, die hier drin steht, die hat einfach keine Groß- und Kleinschreibung. Das ist einfach alles klein geschrieben. What the fishery do? Habe ich auch so noch nie gesehen. Eine Kunstform. Oder vielleicht ist da jemand faul und kann nicht so gut die Groß- und Kleinschreibung. Vielleicht diese Spielentwickler. Doch, da ist alles groß geschrieben. Die Bestie! Es ist die Bestie! Tu doch was! Ach so, wir sind die Bestie? No way! Hört auf! Was? Der hat uns einfach da drauf getreten! Oh nö. Die Bestie ist wach! Oh nein, wir wurden einfach eingesperrt, oder was? Okay, alles klar. Ja. Sieht gar nicht so bösartig aus. Ich hätte gedacht, sie wäre größer. Aber sie hat unsere Brücke zerstört. Bestie! Warum bist du hier? Ich werde euch alle auffressen. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Ich werde euch alle auffressen. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Ich werde euch alle auffressen. und? Habt ihr jetzt Angst? Aber du scheinst kein Maul zu haben. Oh, da hat er uns. Wir haben wirklich kein Maul. tut mir leid, das ergibt keinen Sinn. Ich verstehe es nicht. Du siehst gar nicht so furchterregend aus. Nichts für ungut, aber du solltest nicht vielleicht mächtig und gigantisch sein? Bin ich doch irgendwie. Was sollte ich sein? Bin ich doch irgendwie, oder? Das ist so sonderbar. Okay. Ich glaube, wir sollten sie befreien. Ja, sie stellen wohl keine Gefahr dar. Sieht mir nicht nach einer Bestie aus. Also gut, wir lassen dich raus. Aber du hast unsere Brücke zerstört. Hilf uns, diese zu reparieren, wenn wir den Käfig öffnen. Die Brücke... Komm, ich sehe mal, was ich tun kann. Gut, in Ordnung. Na dann, raus hier. Raus aus dem Käfig. Sag Bescheid, wenn du unsere Brücke in Ordnung gemacht hast. Okay. Jetzt können wir... Jetzt spielen wir erst ein paar Minütchen dieses Spiel und auf einmal müssen wir eine Brücke reparieren. So, Hauptaufgabe. Repariere die Brücke. Hallo, Kollege, du kleiner grüner Birnenfreund. Du bist also die Bestie, was? Du siehst ganz anders aus, als ich mir das nach der Geschichte vorgestellt habe. Welche Geschichte? Was hast du dir vorgestellt? Ich weiß nicht. Was Riesiges? Haarig? Voller Zähne? Okay, alles klar. Gehen wir erstmal hier ein bisschen weiter. Guck mal, hier. Oh, was? Da ist einfach so eine Kamera, die rauskommt aus dem Haus. Lol. Wir gehen da mal raus. Hau ab, Monster! Oh, okay, da dürfen wir nicht rein. Wir sind auch nur so medium glücklich zu sehen. Oh, wow, guck mal, wir können hier in diesen Baum reinspringen, um dann dementsprechend hier weiter hochzukommen. Und da oben ist ein Laden! Ein Shop! Und er ist geöffnet. Können wir da reingehen? Bitte. Ich möchte da gerne reingehen. Mir wurde gesagt, ich soll meine Tür geschlossen halten, wenn die Bestie in der Nähe ist. Oh, angeblich. Werden wir nicht mal irgendwo hier reingelassen? Das kann's doch nicht sein. Ein Apfel! Nice. Jetzt haben wir einen kleinen Apfel gefunden. So, wir müssen die Brücke reparieren. Will der mit uns reden? Hast du die Brücke schon repariert?
Ohne sie gelangen wir nicht an unsere Erde. Verstehst du? Der Roboter kommt nicht mehr. Und das heißt, wir kriegen kein Geld. Ach so, es geht um den Roboter, der hier aufräumen soll. Weil der Roboter, der vorbeikommt und hier aufräumt, der bringt das Geld. Und zwar ist es der da. Make It Rain von Sunshine Inc. Das ist eine Firma, die hierher kommt, um tatsächlich den Müll wegzuräumen und das Geld vorbeizubringen. Aber... Oh, da ist schon wieder eine Kamera. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser komische Typ, der dieses Geld anbietet, etwas dubios ist. Schauen wir mal, ob das hier die Brücke ist. Hey, tut mir leid, hier kannst du nicht hin. Warum? Auf dem Kabel sitzen Vögel. Ich kann die Seilbahn nicht betreiben, solange sie dort sind. Okay. Wahrscheinlich ist die Brücke auf der linken Seite. Hier dürfen wir wahrscheinlich auch nicht rein. Also gehen wir einfach mal weiter nach links und gucken, dass wir diese Brücke finden. Da können wir auch nicht reingehen. Da ist hier dieser Eimer. So, ist hier links irgendwo die Brücke? Wo ist die Brücke? Brücke, Brücke. Ah, das hier ist die Brücke, oder? So, wie repariere ich die jetzt? Guck mal, da in dem Baum. Da in dem Baum ist irgendwas. Schau dich das an. Da wartet wahrscheinlich irgendwas. Oh, eine Spinne! Spinni! Na? Oh, hallo! Warum hast du mich denn geweckt? Wenn es da jemanden gibt, der uns möglicherweise helfen kann, dann ist es diese Spinni. Ich muss diese Brücke reparieren, yo. Ha, hast du die Brücke kaputt gemacht? Ja, so ähnlich. Ich habe sie schon kaputt gemacht. Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Ja. Oder nein, ich sag mal nein. Was? Oh, na, warum hast du sie denn da überhaupt kaputt gemacht? Kümmer dich selbst um deinen blöden Fehler. Oh, nein, bitte nicht. Oh, bitte, kleine Spinne. Hallihallo, warum hast du mich geweckt? Ich muss die Brücke reparieren, vergiss es. Ich muss die Brücke reparieren. Hast du die Brücke kaputt gemacht? Nein. Hab ich nicht. Tja, wenn du eine Spinne wärst, was ich zufällig bin, könntest du sie wohl mit einem dieser netten Spinnennetze reparieren. Aber offensichtlich bist du keine Spinne. Was? Aber viel Glück damit. Yo, was? Yo, Spinne! Ich hau die jetzt. Immer hauen. Jawohl! Ja! Jawohl, so richtig! Mach das nie wieder! Okay, okay. Nice! Ja, manchmal muss man einfach mal zuhauen. Okay, dann hätten wir das geschafft. Ordentlich. Tut mir leid, kleine Spinni. Mach das nie wieder. Okay, kein Problem. So, alles klar. Damit haben wir tatsächlich unseren schlechten Ruf nun irgendwie beendet, indem wir die Brücke wieder repariert haben. Dadurch kann jetzt tatsächlich diese Crew wieder herkommen, um zu putzen. Die Bestie hat die Brücke repariert. Juhu! Jetzt wird es tatsächlich dem ganzen Dorf gesagt, yo. Du hast die Brücke wirklich repariert. Du verdienst eine Entschuldigung. Wir haben dich für ein rücksichtsloses Monster gehalten, aber du scheinst ganz in Ordnung zu sein. Danke. Du kannst gerne in unserem Dorf bleiben, solange du willst. Ich glaube, unser Maler hat Probleme mit irgendwas. Vielleicht könntest du nachsehen, was los ist. Okay. Jetzt müssen wir hier den Handwerker spielen, oder was? Hauptaufgabe. Geh und sprich mit dem Maler. Mit dem guten alten Maler. So, wer ist denn davon der Maler? Der gute Maler. Aber der Maler wohnt jetzt nicht zufälligerweise hier in dieser Mühle? Aber jetzt können wir da reingehen. Klasse. Das sieht auf jeden Fall nicht nach einem Maler aus. Das sieht nach einem Typen aus, der hier einfach auf so einem Laufband einfach sitzt. Oh, hallo. Wo bin ich hier? Was machst du da? Ich sag einfach mal Tschüss. Alles Gute. Es reicht mir. Reicht mir an Information. Mehr muss ich hier nicht sehen. Das ist mir schon genug. das ist genug. So. Es sollte nicht mehr lange dauern, bis der Roboter da ist. Okay. Wohnt hier der Maler drin? Überall ist übrigens auch dieses eine Plakat, wo jemand eine Wassermelone tritt. Ist das der Maler? Der sieht aus, als ob der Homeoffice macht. Die Basskick-Meisterschaft wird ausgetragen. Super. Bist du hier, um mich herauszufordern? Ja. Prima. Spiel geht los. Was? Es gibt jetzt ein Spiel? Darauf war ich gar nicht vorbereitet. Oh nein. Oh nein, was? Ich spiele jetzt gegen den Basketball? Das ist tatsächlich das, was auf diesem Plakat drauf ist. Okay, gut. Du musst die Wassermelone in den Korb auf der rechten Seite treten. Ich in den linken. Wer zuerst 3 Punkte hat, gewinnt. Alles klar? Ja, okay. 3, 2, 1, gut, los geht's. Okay. Okay, alles. Oh, was? Alter, was? Was geht hier ab? Jo, was? No way, no way, no way. Hey, hey, hey. Oh, nö, Mann. Oh, was? Auf was habe ich mich hier eingelassen? Oh, das war ein guter. Jetzt muss ich ihn treten. Ja, das Ding geht rein. Warte, jetzt wird der Ball nochmal kurz zurückgetreten von ihm. So, und jetzt? Oh, es ist schwierig, das da reinzutreten. Yo! Jetzt geht er rein! Jawohl! Oh, jetzt habe ich ihn fast reingetreten. Ey, ey, ey! Nice, Mann. Easy going. 3 zu 1, Mann. 3 zu 1, 3 zu 1. Wow, du bist echt gut darin. Danke, dass du gegen mich gespielt hast. Hier, nimm das.
5 Münzen? Danke. Danke, mein Friend. Sehr cooles Spiel. Bisschen Basketball hat tatsächlich noch nie geschadet. Mann. So, jetzt wissen wir auch, was dieses Plakat tatsächlich da ist. Es ist tatsächlich die Basketballmeisterschaft. Wow, du hast eine Trophäe gefunden. Der Basketmeister. Tschüss. Schönes Ding. So. Wir gehen mal weiter und müssen den Maler finden, ne? Ich glaube, die Challenge ist es, hier wirklich so weit wie möglich nach oben zu kommen. Das kann nicht wahr sein, dass da tatsächlich so viel... So... Wow! So viele Kameras hier sind... Oh! Das sieht nach einem Maler aus. Bros, bist du der Maler? Du warst also die ganze Zeit diese Bestie. Hast du dieses Plüschspielzeug aus dem Laden gesehen? Du siehst ihn kein bisschen ähnlich. What? Plüschspielzeuge wie zum Beispiel Dr. Auge? Oder andere. Ja, moin. Guten Tag, Herr pinker Freund. Pink Biggie. Was? Stimmt was nicht? Was? Stimmt was nicht? Ich habe meine Inspiration verloren. Ich fühle dich, Bruder, wirklich. Das ist eine Katastrophe. Ich bin eine Katastrophe. So fühle ich mich jeden Tag, wenn ich nicht weiß, was ich aufnehmen soll. So, sie haben mich gebeten, ein Gesicht für die Vogelscheuche zu zeichnen, aber nur den Vögeln gefällt es. Und das ist nicht gut. Sie sollten Angst kriegen. Es ist eine Vogelscheuche. Sie sollten Vögel verscheuchen. Ich besitze nicht die Kraft. Und darüber hinaus habe ich meinen Stift verloren. Wahrscheinlich liegt er irgendwo in meinem Keller. Könntest du mal nachsehen? Oh, ich verstehe. Es ist eine Keller-Quest. Okay. Das heißt, er hat diese Vogelscheuche dort unten gemacht, die nicht sonderlich gruselig aussieht. Aber was soll man machen? Wir gehen mal in diesen Keller hier hinein. Hallo, guten Tag. Ist das hier der Zeichnerkeller? So, hier. Schön mal diese Kisten mal nach vorne bewegen. Und dann hier mal den Knöppi drücken. So. Yes. Yes. Huch. Ganz knappes, aber scheint gut zu funktionieren. Nice. Stift gefunden. Nice. Der Stifthut. Geh und sprich mit dem Maler. Was ist eigentlich mit diesen anderen Kisten da? Okay, brauchen wir vielleicht nicht. Nice. Damit haben wir tatsächlich den Maler, seinen Keller tatsächlich geschafft. So, Kollege, hier habe ich den Stift dabei. Du hast meinen Stift gefunden. Naja, du kannst ihn behalten. Ich bin der Aufgabe nicht gewachsen. Das dürfte das Ende meiner Karriere sein. Ach, weißt du, wie man ihn trägt? Den Stift tragen? Ja, weiß ich. Den Stift tragen? Ja, das Tragen. Hast du doch etwa noch nie einen Hut getragen? Und hast du dein Leben in einer Höhle verbracht oder so? Gut, ich erklär's dir. Zuerst drückst du LB. Damit fährst du fort an den Blättern mit deinem Hut, bla bla bla, okay? Hier, ich habe eine Leinwand. Sie ist natürlich leer. Nur zu, zeichne ein Gesicht für die Vogelscheuche. Du wirst zweifellos besser machen als ich. Okay. So, wir öffnen hier unser Menü, zeichne ein Gesicht für die Vogelscheuche. Und dann können wir hier den Hut auswählen. Oh, wow, nice. Jetzt sind wir einfach so ein Stift geworden. Finde ich nice. Okay, wir gehen mal hier hin, drücken X. Oh, nice. So, jetzt müssen wir das Gesicht für die Vogelscheuche machen. Na dann. Wow, okay, warte. Und dann nur noch hier den Strich so. Ich wollte doch nicht alles löschen. Okay, jetzt ist mir der Spaß vergangen. Zeichne jetzt so, wie ich mich fühle. So fühle ich mich. Mann, ich habe so eine gute Zeichnung gemacht. Da habe ich auf Löschen gedrückt. Da wurde alles gelöscht. Wow. Ja, ja. Wie hast du das gemacht? Das ist ein Meisterwerk. Oh, findest du? Danke. Das sagst du nicht einfach nur so, weil das einfach so einprogrammiert ist, oder? Mir war nicht klar, dass du so viel Talent hast. Jetzt solltest du es am Kopf der Vogelscheuche anbringen. Hier, nimm es. Ist das ein trauriges Gesicht? Das Vogelscheuchengesicht. Okay. Er setzte das Gesicht an der Vogelscheuche. Alles klar. So, und dann würde ich sogar sagen, wir gehen währenddessen auf den Weg. Gehen wir nochmal am Laden vorbei. Am Laden! Shop. Let's go to the shop. Shoppy Shop. So. Mal gucken, was es da jetzt zu kaufen gibt. Gibt es da Merchandise? Oh, es gibt überall Dr. Auge zu kaufen. Nee, war ein Spaß. Es gibt hier ganz viele Figuren von uns zu kaufen. Für 15 solcher Münzen. Wir haben aber nur 5. Mal gucken, was der Verkäufer dazu sagt. Du hast mein Geschäft ruiniert. Wie bitte? Was für ein Geschäft? Na, wie wohl? Ich habe die Bestie... Was? Ich habe Bestienartikel verkauft. Becher, Poster, Plüschspielzeuge. Die Leute hatten Angst und waren gleichzeitig fasziniert. Das Zeug fand reißenden Absatz. Bevor du erschienen bist, wollte ich meinen Hit Bestienlos durch die Nacht veröffentlichen. Das wäre super geworden. Komischer Typ. Aber cooler Merchandise-Laden, muss ich schon sagen. Ich habe auch einen. Also, ich bin Fan. Ich bin Fan von Merchandise. Leute,
Geht auch auf jeden Fall unter shop.arizu.de. Dort könnt ihr dann nämlich auch Merchandise holen. Bücher, alles. Einfach alles. Aber was wir jetzt machen müssen, ist ein wunderbares Gesicht auf die Vogelscheuche aufzutragen, um zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Bei diesem Brunnen habe ich übrigens, by the way, das Gefühl, dass wir da reinspringen können, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das jetzt schon tun sollten oder später. Deswegen bringe ich jetzt erstmal das Gesicht dorthin, wo es eigentlich hin muss. Wir werden jetzt erstmal das nette Gesicht gegen dieses räudige Gesicht hier wechseln. Ah! Rückzug! Oh, scheint zu funktionieren. Wow, 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 wow. Ich hätte gerne mein echtes Gesicht behalten, aber da war ich schon zu traurig, weil ich alles aus Versehen gelöscht habe. Ah, wunderbar, wunderbar. Alle Vögel sind weg, das neue Gesicht hat sie wirklich verscheucht. Oh, Moment. Oh nein, da sind sie, das sind diese Dinger. Das sind diese Dinger, die jetzt alles aufräumen werden. Alles in Ordnung? Was ist das? Nein? Was ist das? Ich schätze, ich hätte dir von dem Roboter erzählen sollen. Weißt du, wir haben Mais in unserem Dorf. Viel Mais. Daher haben wir einen Vertrag mit Sunshine Inc. abgeschlossen. Jetzt kommt jede Woche einer ihrer Roboter vorbei und holt ihn ab. Im Gegenzug verteilen die Roboter überall in unserem Dorf Geld. Gratis Geld. Überall. Naja, so richtig gratis ist es ja nicht, weil die nehmen ja schon irgendwie was mit. Tut mir leid, dass ich es dir nicht früher gesagt habe. Wenigstens hat er die Vögel verscheucht. Du hast gute Arbeit geleistet. Danke. Oh, was? Das heißt, das war gar nicht unser Gesicht von der Vogelscheuche, sondern das war diese riesige Bestie, die aus dem Himmel gekommen ist. Oh, ätzend. Aber das ist jetzt tatsächlich sogar so reingestopft, wie so... Oh, what? Guck dich das mal an. Kann man da reinhüpfen? Nö. Tatsächlich hat er jetzt die Vogelscheuche in den Boden reingerammt. Können wir jetzt darauf herumspringen? Nö. Ich frage mich nur, jetzt nimmt er aber den ganzen Mais mit und was ist mit der Kohle, Mann? Was, wo ist die Kohle? Ich dachte, der lässt Geld irgendwie fallen oder so. Aber irgendwie ist es nicht der Fall. Boah, Vögel? Guck mal, wie froh die alle sind. Mr. Sunshine ist hier. Da ist er. Meine lieben Freunde, es ist eine Weile her, dass ich begonnen habe, wöchentlich Geld zu verteilen. Ich hoffe, euch gefällt's. Ja, wuhu. Aber heute habe ich eine Überraschung für euch. Eine Überraschung? Ihr lieben Überraschung. Wie viele von euch wissen, habe ich die Zentrale von Sunshine Inc. im alten Vulkan eingerichtet. Das ist ein wirklich wunderbarer Ort und ich bedauere, dass ihr euch nicht darum erfreuen könnt. Warte mal, das Ding ist, jeder Bösewicht, den es eigentlich gibt, der errichtet seine Superschurkenbasis in einem Vulkan. So wie F es zum Beispiel gemacht hat von der Alphabet Lore. Das heißt also, er ist hundertprozentig böse. Ja, das ist schade. Deswegen habe ich beschlossen, einem von euch eine Gratisführung zu geben. Ja, ja, gratis. Aber leider ist nur Platz in meinem Robocopter frei für einen. Wer wird das Glück haben, mitkommen zu dürfen? Ich! Nimm mich mit! Nun, der Name steht hier. Das Glück, die Zentrale von Sunshine Inc. besichtigen zu dürfen, hat heute... Ellie. Wer ist Ellie? Wer ist Ellie? Bin ich Ellie? Das bin ich! Oh, ich darf zum Vulkan! Wow. Herzlichen Glückwunsch. Bitte halt still, währenddessen ich dich hochhole. Oh. Wow. Super. Nun, das war's für heute. Ich komme nächste Woche wieder. Bis dahin. Genießt euer Gratisgeld. Oh, Gratisgeld? Und denkt dran, ihr seid perfekt. Tschüss, ihr Trottel. Okay. Das heißt also, wir werden da jetzt gerade, also die tragen die jetzt weg. Ach, Mr. Sunshine ist so ein netter Kerl. Ja, ich bin so neidisch, dass ich nicht mitgenommen wurde. Tja, vielleicht nächstes Mal. Vielleicht sollte man uns ja mitnehmen, damit wir dieser Sache auf die Spur gehen können. Wo ist das ganze Geld? Where's the money? The money! Können wir vielleicht hier in diesen Brunnen mal reingehen? Jawoll! Und wie wir das können, das sollte ich unbedingt mal ausprobieren. Oh, hier unten ist Wasser. Eine Art Kanalisation, wo wir irgendwie nichts drin haben. Das ist einfach nur Wasser. Ganz auffälliges Wasser. Vielleicht wächst hier ja irgendwo eine Pflanze oder so. Oh, ich verstehe. Guck mal, da muss man einen Apfel platzieren. Jawohl. Ein Apfel haben wir. Drei Äpfel brauchen wir insgesamt, um wahrscheinlich diesen Schrein hier zu öffnen. Okay, also jetzt bin ich mir doch eigentlich relativ sicher, wo wir hingehen können, weil jetzt haben wir ja eigentlich die gesamte Stadt gesehen. Eigentlich waren wir jetzt überall drin, haben alles gesehen und jetzt dürfte eigentlich ganz rechts irgendwo...
wahrscheinlich wieder ein weiterer Weg sein, weil dort war nämlich vorhin so ein Typ, der uns die ganze Zeit den Weg versperrt hat. Der dürfte aber höchstwahrscheinlich jetzt vielleicht ein bisschen Platz haben. Ah ja, guck mal, die Vögel sind weg und dieses Transportmittel ist tatsächlich jetzt freigeschaltet. Davor saßen die ganze Zeit Vögel da oben drin und jetzt können wir uns da per Skilift oder per Lift allgemein einfach rüberbringen lassen. So, und damit kommen wir ins nächste Level. Und wir haben hier unseren Stift auf dem Kopf. Den können wir theoretischerweise langsam aber sicher tatsächlich wahrscheinlich auch mal entfernen. Das heißt, wir gehen mal hier in unser anderes Menü und nehmen mal keinen Kopf mehr. So, dort oben ist tatsächlich eine Münze. Mal gucken, wie wir die erreichen. Irgendwie kommen wir da nicht so ganz richtig dran. Wir könnten theoretisch hier diesen Stein hier nehmen, den hier zur Seite kicken. So, einmal hier nochmal. Zack. Komm schon, komm schon. Kick ihn weg. Jawohl, ein bisschen höher, ein bisschen höher. Nee, funktioniert doch nicht. Wir sind doch nicht stark genug. Jetzt lernen wir tatsächlich sogar was Neues. Und zwar drücke in der Luft X, um dich an einem Haken festzuhalten. Wow, okay, ich verstehe. Wir können uns jetzt tatsächlich an den Haken weiter entlang hangeln und entlang transportieren. Und hier können wir einen riesigen Stein runterfallen lassen, ne? Und blub, auf dem tatsächlich drauffallen. Der uns dabei hilft, weiterzukommen hier in dieser Welt. Ich muss sagen, ich habe diesen kleinen roten Freund schon etwas in mein Herz geschlossen. Weil er nämlich einfach so lange Beine hat. Irgendwie finde ich das cool. Und hier unten scheint es irgendwie ein komisches Zickzackgewölbe zu geben. Aha, was einen geheimen Weg zeigt zu einer Höhle. Und wir wissen ja, in Piconeco gibt es einige Höhlen, die wir so einfach mal entdecken können. So, müssen wir hier vielleicht nochmal die Münze kurz schnacken. So, und einmal kurz hoch die Tür auftreten. Und dann... Und hier haben wir eine Wolke, beziehungsweise, oh, Pflanzen, die ganz hoch gehen können. Sehr kreativ. Das Ganze erinnert mich ein bisschen an Mario. So, aber irgendwie ein cooler und irgendwie sehr kreativ gestaltet. Oh was, wie sollen wir da denn hochkommen? What the fishery do? Das sind ja richtig hohe Wolken. Oh, okay, es gibt eine Wolke, die hier herumreißt. Das ist natürlich sehr interessant. Hui! Nicht zu vergessen. Es gibt immer die guten Wolken. Und hier kann man sich einfach ein bisschen fortbewegen, bis man bei Sam's Pottery ist. Und ich glaube, Potteries stellen wahrscheinlich Blumentöpfe her. Gucken wir mal, ob wir die dort finden. So, hoho, ja. Das sieht mir auf jeden Fall nach einem wunderbaren Blumentopfladen aus. Mit vielen verschiedenen Vasen. Oh, Hallöchen! Willkommen in meiner Töpferwarengalerie. Ich bin Sam, die örtliche Töpferin. Diese Töpferwaren habe ich alle selbst hergestellt. Nimm dir ruhig Zeit dafür. Okay. Whoopsie! Oh! Whoopsie! Oder Whoopsie! Oder Whoopsie! Oder... Sag mal, wird die eigentlich böse? Das hab ich nicht gewollt. Es war aus Versehen. Ich bin einfach der Elefant im Porzellanladen. Tut mir leid. Ach, naja, vielleicht sind Töpferwaren dazu bestimmt kaputt zu gehen. Oh, die Arme. Oh, das habe ich nicht so gemeint. Okay. Gut, das mit den Töpferwaren, das war wahrscheinlich nichts. Ich möchte jetzt nicht, dass sie irgendwie sauer auf uns ist. Aber draußen war tatsächlich ein Geschenk für uns. Und zwar eine Trophäe von Sam. Cool. Man kann also immer Trophäen von Charakteren sammeln, was ich sehr, sehr cool finde. Wir gehen mal weiter und haben hier eine riesige Wolke. Okay. Wir sind jetzt Erkunde die Welt. Jetzt sind wir in einer Art, naja, wie soll ich sagen? Baumwald gelandet? Naja, ein Wald hat es eigentlich schon immer in sich und eigentlich hat ein Wald auch immer Bäume, deswegen kann man das auch Baumland nennen. Ich bin mir relativ sicher, dass man die bestimmt irgendwo anpflanzen kann. Das war knapp. Oh, die roden den Wald. Ich hab's gewusst, Mann. Ich hab's gewusst. Das sind einfach wirtschaftliche Typen, die den ganzen Wald und die ganze Natur ausbeuten wollen für ihren eigenen Profit. Das müssen wir unterbinden. Dieser Roboter fällt den gesamten Wald. Was für ein Penner. Ist echt ein Penner. Und jetzt sitzen meine Freunde fest. Geh und rette sie. Oh, Mann. Hilf den festsitzenden Dorfbewohnern. 1 von 2. Okay. Nun gut, spielen wir jetzt mal in dieser Hinsicht den Superhelden, ne? Und gucken mal, dass wir hier ein bisschen durchkommen. Irgendwie. Und nehmen mal hier ein paar Münzchen mit. Wuppa! Wuppa! So lay. Das Wasser in diesem Level sieht etwas, naja, gewöhnungsbedürftig aus, würde ich mal sagen. Ne? Und da oben haben wir nochmal einen Vogel. Oh nein! Wah! Hilfe! Okay.
Gut, mein Kumpel, ich werde dir helfen. Es ist anscheinend eine Art kleines Rätsel, was wir hier auch zu lösen haben. Mit Zahnrädern. Sprich also, bewege das Zahnrad und bewege die Welt. Hier drauf springen, da drauf springen, dann hier einmal... Oh, oh, die Brücke! Einfach richtig hinlegen und dann haben wir ihn. Ah, du hast mich gerettet. Danke, der blöde Roboter hat mich überrumpelt. Ich dachte schon, ich würde nie von diesem Baum runterkommen. Okay, alles klar. Ciao, grünes Blatt. Okay, Hauptaufgabe. Hilfe den festsitzenden Dorfbewohnern 2 von 2. Okay, das heißt, das war jetzt erst der leichte Tobak und jetzt wird's hart. Ah, dieser große Felsen versperrt den Weg. Okay. Bro, ich hab das. Pass auf! Wow, ein Kiefernzapfen. Was passiert da? Oh, alles klar, ist eine Granate. Selbstverständlich. Wow. Gibt's doch nichts Besseres als explodierende Tannenzapfen, wenn was Größeres zerstört werden muss. Gut, einer wäre gerettet. Einer fehlt noch. Okay, das heißt also, wir müssen noch einen weiteren Broski finden, den wir irgendwie bewahren und retten müssen. Hilfe den festsitzenden Dorfbewohner. Hey du, hilf mir hier runterzukommen. Nicht mal bitte, sagt er, nicht mal bitte. Und hier, blub, weiter geht's. Was? Was macht die Eule da oben? Die scheint irgendwie zu schlafen. Hey, Eule, wach mal auf. Wow, die fliegt einfach hoch. What? Wow, ich kenne dich nicht, aber du hast mich gerettet. Vielen Dank, Mann. Kein Problem, Bro, kein Problem, kein Problem. Hauptaufgabe, begib dich zum Treffpunkt. Oh, es gibt jetzt einen Treffpunkt tatsächlich mit den Leuten, die wir da gerettet haben. Uiuiui. Schauen wir mal weiter und gucken, was wir da haben. Die drei guten Freunde. Gut. Die Truppe ist vollzählig. Lasst uns ins Dorf zurückkehren. Oh, wow. Oh nein. Es ist eine Katastrophe. Der Roboter ist noch da. Okay. Klingt für uns auf jeden Fall nach einer ganz miesen Geschichte. Wir gucken aber, dass wir das irgendwie geregelt bekommen. Was können wir tun? Ich habe eine Idee. Hey, du. Hallo. Guten Tag. Hui. Danke für deine Hilfe. Würde es dir was ausmachen, noch eine letzte Sache für uns zu erledigen? Hier, tritt einfach das ganze Ding weg. Ist das etwa die heilige Tannenzapfengranate? Ding! Oh, 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 oh! Was für ein perfekter... Wow! Angriff auf diese böse Wolke. Okay, das heißt, wir wissen also, dass wir mit diesen Kiefernzapfen gegen diese Wolke ankommen können. Das war super. Psst, was? Es wirkt nützlich. Vielleicht kann er uns helfen. Ganztags oder so. Ich weiß nicht. Wir kennen weder ihn noch seine Motive. Naja, wir sind eigentlich ganz korrekt. Vielleicht können wir ihn auf die Probe stellen. Sehen, wozu er wirklich in der Lage ist. Warte mal. Also gut. Hey, du wirkst hilfsbereit. Vielleicht interessierst du dich für unsere Organisation. Triff uns doch im Club. Was? Es gibt einen Club? Oh no. Gut, gut, gut. Begib dich zum Club. Habe ich jetzt nicht gedacht, dass wir da heute hingehen. Aber wahrscheinlich gehen wir heute ein bisschen clubben. Boah, erstmal hier durch die Matschebrühe springen. Und erstmal gucken, wo dieser Club überhaupt ist. Wir können da einmal whoop, mit diesem... Oh, was ist das? Ein Eichhörnchen einfach. Lass mal das Eichhörnchen berühren. Oh, es ist weg. Mist. Also, hier können wir einmal hochhüpfen. Jawohlski. Hey, und da ist ein Basketballkorb. Lass mal da reinspringen. Yeah. Nice. Okay, da oben ist der Club. Und hier ist ein Soda-Automat. Hier sind einfach so Flaschen und Dosen. Was hat das hier zu suchen? Aber wir müssen wahrscheinlich da irgendwie hochkommen. Oh, und hier ist wahrscheinlich der Eingang. Okay, wir benötigen hierfür ein paar Teile, so wie es aussieht. Dieses große Gesicht ist in unserem Dorfzentrum. Manchmal versammeln wir uns hier nachts und machen irgendwas. Einige behaupten, das bringe Glück. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich reiße mir immer Splitter ein. Okay. Ach so, wait. Nein, 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 nein. Da habe ich was falsch verstanden. Es wird kein Dreieck gesucht. Es wird tatsächlich der Holzhut gesucht. Deswegen einmal drücken. Dieses große Gesicht ist unser Dorfzentrum. Ja, 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 ja. Ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Ich möchte nicht reden. So, einmal hier. Blub. Und zeichnen. So, dann können wir hier vielleicht mal... So, einmal hier ein richtig schönes Gesicht zeichnen. Jawohl. Schönes Ding. Bestätigen. Wow. Diese Zeichnung von dir, die ist das Besondere. Dankeschön. Vielen Dank. Und was hilft das jetzt? Also, kann man damit irgendwas anstellen? Ist das jetzt gut gewesen oder nicht? Naja, ich werde mal nicht mal darüber sprechen. Wir haben blub, einmal hier das Ding, einmal da das Ding und X zum Reingehen. Hallöchen, tut mir leid, ich habe viel zu tun. Ich versuche einen Titel für mein nächstes Album fertigzustellen. Ich habe es fast geschafft. Ach, warte, möchtest du mir helfen? Oh, es ist...
es ist schon so spät und ja, okay, komm, ich helfe dir. Prima, ich bereite alles vor. Oh, was? Wir singen? Okay, nice, nice, okay. Gut, ich bin soweit. Du musst zum richtigen Zeitpunkt gegen diese Hupe treten, wenn der rote Kreis über dem gelben Rechteck ist, ja? Los. Ja! Yeah! Jawohl! Perfekt. Das war große Klasse. Gut, Augenblick. Lass mich das überarbeiten. Oh, was? Er ist ein richtiger DJ? Das ist, genauso habe ich Fishgang und auch Rappin' das Gleiche aufgenommen. Es ist wirklich ein Meisterwerk. Hier, hör selbst. Oh mein Gott, wir haben einfach einen Song gemacht. Sehr nice. Guter Track, guter Track. Oh, oh Gott. Ich habe mein Mikrofon gegen die Nase bekommen. Was meinst du? Dein Beitrag ergänzt den Mix echt super. Alter, das ist richtig gut. Wirklich richtig gut. Ja, ich weiß. Wie dem auch sei. Danke für deine Hilfe. Hier, betrachte das als deine Tantiemen. Oh, Blumenhut. Nice, Mann. Da wird erstmal der Blumenhut gerockt. Das sieht ja richtig cool aus, Mann. Oh. Cool. Gehen wir mal weiter in diesem Spiel und müssen hier X drücken, um uns hier zum Sunshine Club tatsächlich vorzubewegen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir da überhaupt rein wollen. Hallo. Möchtest du in den Sunshine Club? Ja, Mann. Gut, danke. Lass mich erst deine Aufmachung analysieren. Bitte halt still. Na, wie findest du mich? Sieht cool aus, oder? Ich bin eine Berechnung läuft, nicht bewegen. Ich bin eine Blume, Mann. Lass mich doch rein. Schwere Berechnung nicht bewegen. Wie es scheint, hast du nicht genug Stil für diesen Club. Komm wieder, wenn du weißt, was Stil ist. Was? Du willst mir... weißt du, was unserem Spieler fehlt? Der Aerosol. Donut Hoodie. Aber den hat er nicht. Damit wäre er sicherlich reingekommen. Hast du den Tanzkönig im Club gesehen? Der hat was drauf. Ich wünschte, ich könnte so tanzen. Ich glaube, wir mussten auch gar nicht in diesen Sunshine Club, sondern wahrscheinlich eher in diesen Club hier, oder? Oh! Oh, was? Yo! Wir können einfach die Farbe wechseln. Oh, nice, Mann. Diese Blumen sind ja richtig cool. Okay. Ist das hier der Club? Warum hat der Typ hier einen kaputten Toaster? Hallo, du junger Freund. Hallo, ich glaube, in meinem Toaster stimmt was nicht. Kannst du das mal ansehen? Überprüf, was mit dem Toaster nicht stimmt. Ich habe ein bisschen Sorge um diesen Toaster, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, wir toasten uns mal. Oder wir treten einfach dagegen. Oh, jawohl, das, da fliegen fünf Toasts herum. Warum? Ha. Und jetzt fusionieren sie sich. Und jetzt ist ein Supertoast raus geworden. Was? Wer wagt es, mich aus meinem Schlummer zu reißen? Das soll der miese Täter büßen. Ja, irgendwas stimmt ja definitiv nicht. Ja, habe ich auch das Gefühl. Betritt Toasttopia. Wir gehen jetzt in eine... Wir gehen jetzt in eine Toast-Welt. Nun gut. Hauptaufgabe, hübsche dich auf. Wer mich aus dem Schlummer riss, soll sein Verderben finden. Was? Finde den Weg aus Toasttopia heraus. Wir sind einfach in einer Toast-Dimension. Oh mein Gott. Wie bist du denn hierher gekommen? Falls es dir zu schwierig wird, kann ich dich hier rausbringen. Aber Vorsicht, wenn du je zurückkommst, musst du von vorne beginnen. Wir werden Toasttopia durchspielen. Ich bin nämlich ein Veteran. Kann uns... Oh, was? Wir können hier sterben. Okay, ich verstehe. Das ist jetzt das Level für Pros, Mann. Okay, das ist eine Herausforderung, die ich auf jeden Fall annehme. Okay, ganz cool, ganz cool. Okay, ich merke es auf jeden Fall. Toasttopia ist auf jeden Fall nicht für leichtgestrickte. Nicht für leichtgestrickte Toasts. So. Okay, ich verstehe. So. Okay, nice, 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 nice. Was geht hier ab, Mann? Okay. So. Okay, und jetzt hier einfach. Zack. Schönes Ding. Da bist du ja, du Riesentoast. Wie stark du auch sein magst, meine Kinder werden dich überwinden. Was? Du bist Familienvater? So, nice. Okay, 1, 2. Oh, wie viele Toasts sind hier denn? So. Ah! Oh, was? Ich kann mich vielleicht da durchrollen. Was? Ich kann mich ja durchrollen. Ich wusste gar nicht, dass ich mich überhaupt rollen kann. Oh, Mann, nö. Da habe ich dich, du Toast. Okay. Na schön, ich habe ehrlich nicht gedacht, dass du so weit kommen würdest. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt von deiner Entschlossenheit. Vielleicht hast du mich doch aus gutem Grund geweckt. Ich weiß nicht. Da ich nicht mit Besuch rechnete, habe ich nichts vorbereitet und kann weder Tee noch Musik anbieten. Wir beide sind dann wohl auf uns gestellt, ewig hier zusammengesperrt. Mach's dir ruhig bequem. Was? Ich werde mir gar nichts hier bequem machen. Ich werde jetzt diesen Stecker da hinten ziehen und dann ist vorbei. Guck mich nicht so an. So, tschüss. So, das war's mit Toast. Nein!
Was hast du getan? Ich habe einfach den Stecker gezogen aus der Toastwelt. Jetzt wird hier niemand mehr getoastet. Das war die Toastwelt. Was bekomme ich jetzt dafür? Hauptaufgabe. Hübsche dich auf. Ich schätze, ich werde wohl für eine Weile auf Toast verzichten. Okay. Tschüssi. Das war eine ganz komische Erfahrung, die ich da gerade gemacht habe. Wir haben hier noch diesen Shop. War ich da jetzt drin? Ich glaube, das war der Porzellanladen. Nee, das war der andere. Oh, 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 oh. Ich verstehe. Wir brauchen den Jam, den Yo, den Chickadee-Doo. Möchtest du diese coole Brille kaufen? Yes. Sehr schön. Nice. Die Sonnenbrille glänzt. Damit kommen wir in den Club oben rein, dort, wo wir am Anfang abgelehnt wurden. Ne? Inzwischen sind wir also cool genug, um tatsächlich sogar einen Club betreten zu können. Nice, nice, nice. Danke, ade, ciao. Ich danke dir. Vielen Dank für die Sonnenbrille. So, gucken wir mal, wie nice wir aussehen, wenn wir tatsächlich unseren Style etwas ändern. Und zwar in super cool. Oh yeah. So, wir gehen mal hier wieder hoch. Lupa. So, dann haben wir hier noch ein Geschenkle. Jawohl. Ja, du hast die Toast-Trophäe bekommen. Der dämonische Toast. Nice. So, und jetzt würde ich mal sagen, komme ich hier auf jeden Fall in den Sunshine Club. Möchtest du in den Sunshine Club? Oh je, du musst mich reinlassen. Ich bin cool genug, Mann. Guck mich doch mal an. Noch cooler geht nicht. Ah, verstehe. Hast es gecheckt, Mann. Du hast dich für den Minimal Chic Look entschieden. Na klar, du darfst rein. Ich meine, verstehe mich nicht falsch, dieser Trend ist sowas von überholt, aber du wirkst etwas verzweifelt. Bitte komm rein. Haha, hab ich doch gesagt. Jetzt geht's in den Club. Wir gehen rein mit unserer Sonnenbrille, die wir uns aus dem Laden besorgt haben. Und gehen hier das erste Mal in unseren Nachtclub, um uns mit unseren Freunden zu treffen. Hey! Wir sind hier. Ja, ich kann euch sehen, Kollegen. Was geht? Du bist im Sunshine Club. Sunshine Inc. hat diesen Club in unsere Stadt eröffnet, damit wir unser Leben glücklicher wird. Aber jetzt fällen sie unsere Bäume. Und alle sind zu sehr mit Tanzen beschäftigt, um etwas dagegen zu unternehmen. Du scheinst auf unserer Seite zu stehen, aber wir müssen sicher gehen. Ja, wir wissen nicht, wo du herkommst. Nach unserem Kenntnisstand könntest du ein Spion sein. Oder Schlimmeres. Oh, eine wechselseitige kognitive Illusion. Die Sache ist die. Wir brauchen einen Beweis, dass du auf unserer Seite stehst. Siehst du den Roboter da drüben? Oh, Alter, der DJ da oben sieht auch richtig cool aus. Er ist derselbe ernannte Tanzkönig des Clubs. Niemand hat es je gewagt, ihn zu einem Tanzduell herauszufordern. Oh nein, wenn du bei uns mitmachen willst, dann solltest du kein Problem damit haben, ihn in einem Tanzduell zu schlagen. Ja, mach ihn alle. Wir behalten dich im Auge. Oh nein. Es beginnt also wieder mit einer Tanzsequenz. Nun gut, okay. Alles klar, Kollege. Bist du bereit? Ich bin es. Der König dieses Dancefloors. Willst du gegen mich antreten? Ja? Nein. Ja? Nein. Ja, okay. Bitte. Du hast keine Chance. Fangen wir an. Okay. Mal gucken, wer hier keine Chance hat, Bro. Checken wir das Ganze mal aus. Besiege den Roboter in einem Tanzduell. Nun gut. B, Y, oh nein, X, oh nein, oh nein, oh nein, okay. B, Y, oh yeah, 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 yeah. B, Y, A, X, oh, was für ein Dance. B, Y, B, oh, oh, da habe ich zwei nicht bekommen. A, B, 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 oh yeah. Y, A, B, Y, A, X, B, B, Y, oh yeah. Y, B, Y, A, Y, B, Y, Y, B, Y, 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 B, Y, 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 B, Y, 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 Y,
Hauptaufgabe, entdecke den Zweck der Magnetkarte? Hä? Ich bin einfach gerade in den Metro runtergefahren. Hier ist einfach ein U-Bahn-Tunnel. Yo, was? Ah, du hast uns gefunden. Ja, und ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich mich jetzt in den U-Bahn-Tunnel begebe. Ich habe schon befürchtet, du würdest die Hinweise verstehen. Oh, hallo Fremder und willkommen in El Bunco. Okay, alles klar. Okay, was? Niemand kennt das El Bunco. Aber es ist ein Bunker. Nein, ist es nicht. Und das Wort gibt es nicht mal. Klingt aber cool. Ja, nein. Eigentlich sind wir hier in der alten U-Bahn-Station. Damals waren wir noch nicht geboren, aber wie ich gehört habe, war es das allererste Projekt von Sunshine Inc. Sie wollten die ganze Insel verbinden. Die Sache wurde jedoch auf Eis gelegt und sie leiteten den Strom in ihre Zentrale um. Seitdem ist hier alles verlassen. Aber wir brauchten einen sicheren Ort zum Planen unserer Mission. Irgendwas, wo die Roboter nicht hinkommen. Also haben wir hier unsere Basis eingerichtet. Folge uns, wir zeigen sie dir. Okay, also eine geheime Basis in einem U-Bahn-Tunnel? Konkrete Vorstellung, also. Okay, wir begeben uns einfach mal weiter geradeaus und gucken mal, was wir hier tatsächlich finden können. Wir haben, oh, ein PC. Das Herz von El Bunco. Ach, komm schon. Es ist kein Bunker, also dann ist nicht El Bunco. Okay. Oh, El Bunco. Also, das ist der Hauptraum, in dem wir uns versammeln. Hinter mir findest du Betten für den Fall, dass wir uns ausruhen müssen. Was haben wir hier noch? Ist das hier eine riesige Tafel? Okay, das ist unser Besprechungsraum, wo wir unsere Mission planen. Wir müssen bestens vorbereitet sein, wenn es losgeht, sonst könnte die Mission ein völliger Fehlschlag werden. Ja, wir könnten auf Bäumen festsitzen oder so. Weiter geht's. Okay. Oh, da haben sie ein Loch einfach in der Wand, oder wie? Treppe hoch findest du den Computerraum. Weil es immer cool ist, Computer in einer geheimen Basis zu haben. Okay, wir haben Flipper auf ihn. Ja, aber keine Zeit zum Spielen. Unsere nächste Mission beginnt bald. Bald? Welche Mission? Bald? Ah, wir sollten mit dem Anfang beginnen. Du hast vielleicht von Sunshine Inc. gehört, der großen Firma, die alles Gratisgeld gibt. Nun, so einfach ist das nicht. Mr. Sunshine behauptet, er helfe den Dörfern, ihren Müll loszuwerden, aber eigentlich holt er sich wichtige Rohstoffe aus jeder Region. Und die Sache mit dem Geld ist nur ein Trick, um die Aufmerksamkeit von dem abzulenken, was seine Roboter tun. Deswegen beschwert sich niemand. Wir wissen nicht mal, wozu er das ganze Zeug braucht. Derzeit wissen wir nur, dass alle Dörfer bald weg sein werden, wenn wir zulassen, dass er sich einfach alles nimmt. In ein oder zwei Tagen werden sie alle Bäume in der Umgebung gefällt haben und dann ist ihr nächster Schritt, das Dorf selbst zu fällen. Oh, wir wohnen in diesen Bäumen. Unser Ziel ist es, Sunshine Inc. von dem abzuhalten, was sie tun. Wir fangen damit an, dass wir den großen Roboter in unserem Wald beseitigen. Sprich mit uns, wenn du Einzelheiten erfahren möchtest. Oh, okay. Das heißt also, wir haben schon eine große Mission, die wir hier tatsächlich irgendwie erreichen müssen. Deswegen wird es ganz schön crazy. Das ist also hier der Plan. Also riesige Wolke mit der Säge und dann oben eine Bombe und piu! Und dann müssen wir das da drauf treten. Okay, ich verstehe. Oben haben wir also die Computer. Hier sind die Computer. Okay, okay. Nice, nice, nice. So, einmal hier, blub, den hier nochmal kurz wegtreten. Dann laufen wir hier mal kurz runter und schauen mal, was hier ist. Hier ist die Bombenstation, wo wir tatsächlich die Kiefernzapfen herstellen können. Wir werden viele dieser explodierenden Tannenzapfen brauchen, um den riesigen Roboter loszuwerden. Aber keine Sorge, ich arbeite daran. Okay. Ich bin bereit wie ein kleiner Held. Besiege den riesigen Roboter im Wald. Nun gut, wir wissen ja circa, wo er ist. Er ist einfach nur nach rechts. Und dann können wir eigentlich schon das tun, was wir tun können. Und zwar eigentlich nur diesen Tannenzapfen treten, ne? So. Ah ja, guck mal, da ist er. Boom! Okay. Angriff erkannt. Verteidigungsmodus aktiviert. Was? Es beginnt ein richtiger Kampf. Hey, wir sind hier. Oh nein, es ist ein richtiger Bosskampf. Darauf bin ich gar nicht eingestellt. Okay. Nimm dich vor der Säge des Roboters in Acht. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Aha! Jo, ich bin tot. Game over. Oh, aber die Säge kommt schon schnell, muss ich sagen. Tritt das hier weg. Okay. Yeeha. What? Yeah. Kleiner Trick. Nice, nice, nice. Okay, da kommt wieder die Säge. Oh, was? Nein. Und? Jawohl. Drei Stück. Ein paar Explosionen. Und diesmal haben wir seinen Propeller bekommen. Ich glaube, wir bekommen seinen Propeller, so wie es aussieht. Wow! Hauptaufgabe, feier deinen Sieg. Oh yeah, wir haben es geschafft. Der Roboter ist weg, unser Dorf ist sicher. Ohne dich hätten wir das nicht hinbekommen. Vielen Dank, Mann. Hallöchen. Hä, wer ist das? Warum ist der da auf einmal da? Aber wer bist du? Wie hast du uns gefunden? Hast du die Tür offen gelassen?
Ich schließe die Tür immer hinter mir. Die Tür stand offen. Oh Mann, mein Fehler. Tut mir leid. Ich kann später wiederkommen, wenn ihr wollt. Darum geht es nicht. Das sollte eine geheime Basis sein. Wir wollen nicht, dass ein Roboter uns finden kann. Tja, deswegen bin ich hier. Ich wohne im Dorf direkt neben dem Wald. Sunshine Inc. schickt Roboter dorthin, die unseren Mais ernten. Dafür geben sie uns Geld. Aber ich weiß nicht. Wir sind schon super reich. Wir können wenig damit anfangen. Außerdem esse ich unheimlich gerne Mais. Oh, das kommt mir bekannt vor. In unserem Dorf geschieht das Gleiche. Geschah das Gleiche? Unser neuer Freund hat uns geholfen, den Roboter aufzuhalten. Ich weiß. Ich bin euch gefolgt und habe gesehen, was ihr gemacht habt. Wenn der Roboter in meinem Dorf weiter unsere Ernte mitnimmt, haben wir bald keinen Mais mehr. Und das bedeutet nichts mehr zu essen. Tja, und irgendwann bemerkt man halt eben auch, dass man Geld nicht essen kann. Und dann nimmt dein Dorf denn gar nichts dagegen? Nein, alle warten nur darauf, dass der Roboter kommt, um sich die und die Münzen zu kriegen. Okay. Obwohl die inzwischen im Grunde nutzlos sind. Deswegen bin ich hier und bitte euch um Hilfe. Helft uns, den Roboter loszuwerden. Oh, ich denke, wir könnten es versuchen. Ja, wir sind ein tolles Team. Treten wir ihm in den eisernen Hintern. Danke. Wow, okay. Das heißt also, wir werden jetzt random von diesem Typen da begleitet, von diesem Blauen, und werden jetzt versuchen, den Roboter nochmal zu besiegen. Hey, ich habe aus einigen Metallteilen, die ich gefunden habe, etwas für dich hergestellt. Hier, nimm das. Der Gießhut! Das ist das Item, was wir die ganze Zeit gesucht haben. Vielleicht kannst du jetzt da unten ein paar Blumen wachsen lassen. Oh, nice. Hauptaufgabe, begib dich zurück zum Tal. Oh yeah. Da könnten wir doch eigentlich genau hier diesen Geheimweg finden. Und da, wenn du da reingingst, dann könnte man hier die Gießkanne tatsächlich verwenden, wenn man den richtigen Hut anzieht. Also ziehen wir ihn an, haben hier eine Gießkanne auf dem Kopf und können jetzt damit eine Blume gießen, die uns dann hilft, einmal das Ding hier aufzubauen, hier weiterzugehen und tatsächlich einen roten Knopf zu drücken. Drücken wir mal den Knopf. Oh, was? Oh, wow. Check this. Oh, okay, jetzt müssen wir hier Wasser füllen. Was passiert denn jetzt, wenn ich... Hä? What the fish? Achso, guck mal, jetzt kann ich hier seitlich in dieses Geheimding hier reingehen. Da drin ist eine... Guck mal, was macht man denn mit der? Kann man die ins Wasser reinschieben? Jawohl. Ach, guck mal, die kann ich benutzen, um den Knopf zu drücken. Ich dödel. Und jetzt da drüber. Jawohl. Okay, jetzt hier nochmal den Hut verwenden. Die Pflanze nochmal wachsen lassen. Hier nochmal in den Geheimraum reingehen. Oh Gott, was ist denn da jetzt für ein Geheimraum? Oh nö, ich hätte es nicht tun sollen. Wo gehe ich denn da? Oh, was? Was ist das für eine geheime Tür? Oh mein Gott, die sieht richtig heftig aus. Ist da etwa wieder ein Endboss drin? Man weiß... Oh, der Fisch! Oh! Ein schwieriges Level. Okay, der Frosch bedeutet wieder schwieriges Level, Leute, aber ihr kennt mich. Ich mache euch die schwierigen Level, das ist kein Problemchen. Wow! Nicht schlecht. Jetzt hier weiter entlang, da durchrollen und hier haben wir den magischen Froschtempel. Oh mein Gott, was ist da drin? Ein goldener Zahn? Tatsächlich, der hat sogar einen Zahn verloren. Bedeutet für uns der goldene Zahn des silbernen Frosches. Wow, amazing, dude, amazing. Das war ein sehr cooles Minilevel und ich muss auch sagen, dass diese Tür, die am Anfang war, die hat mich schon ganz schön kirre gemacht. Fand ich schon sehr cool. Die hat mich schon erwischt. So, wir begeben uns jetzt Richtung Tal, raus aus dem Waldgebiet, weil das Waldgebiet an sich finde ich schon ganz nice, aber... Ich muss auch sagen, ich freue mich wieder, das Tal zu sehen, weil dort nämlich tatsächlich die gesamte Geschichte begonnen hat. Oh Gott, schnell raus hier. Da habe ich aber gar keinen Bock drauf. Das ist einfach so ein riesiges Eichhörnchen gewesen und ich habe ein bisschen Angst vor Eichhörnchen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und jetzt rollen wir uns weiter und zack, sind wir hier im Wasser. Und das ist auf jeden Fall der schnellste Weg ins Tal. Ich glaube, wir müssen sogar weiter nach links laufen. Ui, schnell ins Tal. Da ist sogar eine Sache, die wir übrig gelassen haben. So, eine Seerose. Und da geht's Richtung Tal. Ich glaube, wir sind bald da. Oh, oh. So wie es aussieht, regnet es hier. Davor hat es auf jeden Fall nicht geregnet. Was ist nur im Tal passiert? Hauptaufgabe, besiege den riesigen Roboter im Tal. Nun gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Es sieht ganz danach aus, als ob wir irgendwie schlechtes Wetter erwischt haben. Schau dich den mal an, der hat sogar so einen Regenschirm auf dem Kopf.
Ah, schön, dass du zurück bist. Oh, leider ist das Wetter nicht so toll. Also, sei beim Gehen vorsichtig. Oh, okay. Soll das vielleicht irgendeine besondere Anspielung auf etwas sein? Ich weiß es nicht. Schau mal, wir können ja eigentlich ganz... Okay, gut. Ich glaube, wir müssen vor diesem Donner aufpassen. So, und jetzt müssen wir uns hier eigentlich mal so ein bisschen umsehen und schauen, was hier tatsächlich mit Sunshine Inc. angestellt wird. Das Waldbereichsding haben wir ja schon ein bisschen gerettet. Nur hier wurde ja andauernd immer Korn geklaut, wenn wir uns richtig erinnern. Ich würde sagen, wir begeben uns einfach mal zu dem Bereich, wo wir das letzte Mal gesehen haben, wie dort Korn geklaut wurde. Das war nämlich eigentlich genau hier bei diesen Kornfeldern. Und vielleicht sehen wir ja hier etwas, was möglicherweise verdächtig sein könnte. Hier haben wir die Spinne übrigens getreten. Das war auch witzig. Ui! 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 Aua! Okay. Das hast du davon. Weil du mich letztes Mal fies getreten hast, habe ich gelernt, meine Seide zu verstärken. Oh, was? Und jetzt bin ich die stärkste Spinne. Aber tritt mich trotzdem nicht, das tut weh. Okay, alles klar, Deal. Machen wir jetzt erstmal nicht mehr. Aber wir haben auf jeden Fall hier das letzte Mal... Da! Hier haben wir das letzte Mal tatsächlich die Wolke gesehen, wie sie den Mais geklaut hat. Und da ist sie sogar. Ich glaube, hier ist einer von unseren Freiheitskämpfern auch. Hey, ah! Da kommst du ja. Der Roboter ist noch hier und sollte nicht allzu schwierig sein, ihn wütend zu machen. Vielleicht einen Tritt oder zwei. Okay, also wollen wir es tatsächlich machen? Wollen wir ihn wirklich etwas wütend machen? Peng! Ein Tritt. Oh. Feindselige Handlung erkannt. Aktiviere Verfolgungsmodus. Oh, was? Den Verfolgungsmodus? Oh, no. Okay, da ist der Plan. Da ist tatsächlich sogar die Lasermaschine, die wir mit aufgebaut haben. Hey, kannst du uns hören? Führe den Roboter hierher. Dann kümmern wir uns um ihn. Was? Aber lass dich nicht von ihm schnappen. Oh, was? Was? Nein, never, 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 never. Als ob wir jetzt einfach einen halben Kilometer hier laufen müssen. Oh nö, oh nö, oh nö. La 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 la. Okay, okay, einfach schnell laufen lassen. Wir haben jetzt den Verfolgungsmodus hier tatsächlich aktiviert. Ich frage mich aber auch, wie soll er denn hier eigentlich entlang kommen? Ich versuche jetzt einfach mal so schnell wie möglich voranzustreiten. Wir haben ja die Möglichkeit, uns als Tablette auch zu drehen. Deswegen einfach B halten und immer nur dann springen, wenn wir es wirklich brauchen. Oh, oh, einfach weggelasert. Nice, Mann. Sehr nice. Hauptaufgabe, feiere deinen Sieg. Wir haben es geschafft. Erneut. Vielen Dank, dass du mir und meinem Dorf geholfen hast. Diese Blitzkanone war eine totale Idee. Jetzt ist der Roboter definitiv außer Gefecht. Ich mache sogar gerade das gleiche wie die im Spiel, gell? Die hüpfen auch die ganze Zeit so hoch und runter. Ja, und du hast es prima hinbekommen, ihn dorthin zu locken. Vielen Dank. Kein Problem. Oh, Alarm. Oh, nein. Eindringling, Alarm. Oh nein, die haben bestimmt nochmal jemanden gesendet, weil die gemerkt haben, dass wir diese ganzen Wolken schon kaputt gemacht haben. Was ist das? Ja, ich dachte, unsere Basis müsste besser geschützt werden. Deshalb habe ich ein Eindringling-Aufspürsystem eingebaut. Was bedeutet das? Dass wir einen Eindringling haben. Und was macht es? Es schaltet den Strom ab. Was? Oh nein, oh nein. Nicht, bitte nicht den Strom. Hallo. Ich brauche Hilfe. Okay. Du kleiner Wurm, was willst du denn? Moment mal, was? Du kannst nicht einfach so in die geheime Basis anderer Leute eindringen. Tut mir leid, ich bin bloß ein Wurm. Siehst du? Habe ich doch gesagt, einfach nur ein Wurm. Ah, okay. Naja, was willst du? Wir wohnen im alten Bergwerk, meine Familie und ich, direkt unter dem See. Gewöhnlich trinken wir das Wasser, was von der Decke fällt, aber irgendwie tröpfelt es nicht mehr. Oh. Könnte das vielleicht mit Sunshine Inc. zu tun haben? Klingt ganz danach. Vielleicht sollten wir mal dorthin und uns das ansehen. Das wäre sehr nett von euch. Also gut, wir überprüfen, was damit nicht stimmt. Danke, wir treffen uns dort. Wir müssen jetzt tatsächlich vielleicht eine Untergrundwelt retten? Was für ein seltsames Wesen. Ja, ganz schön ringelig. Oh Mann. Ihr solltet vielleicht euch das, vielleicht solltet ihr hier mal herkommen und euch das mal ansehen. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt wahrscheinlich gleich in den Untergrund gehen müssen. Ja, ja, ja. Das wird auf jeden Fall ein richtig heftiges Untergrundlevel. Was ist denn das für ein Loch? Keine Ahnung. Die Stelle muss während des Alarms eingestürzt sein. Seht mal, das ist sowas wie ein Schaltraum. Vielleicht könnten wir die U-Bahn in Betrieb nehmen. Könntest du dir das mal ansehen? Hauptaufgabe, schalte den Strom wieder ein.
Oh yeah, ein kleiner Stromraum. Gehen wir da mal rein und gucken mal, was wir da drinnen vielleicht von der Elektrizität umbauen können. Ich bin nämlich gelehrter Elektriker. Habe ich euch das schon mal gesagt? Nein? Könnte vielleicht nicht stimmen. Okay. Ah ja, guck mal, wir haben hier die Möglichkeit, dieses Kreuz zu drehen und dann dementsprechend die Leitung hier richtig zu legen. Und sobald wir die Leitung gelegt haben, können wir hier den Strom durchlaufen lassen. Oh yeah, nice. Okay. Wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen komplizierter werden. Hier haben wir tatsächlich wieder ein Drehkreuz. Und zwar einmal dieses blaue da. Ah, okay, never mind. Wir müssen an den grünen Knopf dort oben rankommen. Das heißt also, blau müssen wir hier aufmachen. Dann müssen wir das gelbe hier ebenfalls zweimal drehen, damit wir hier über diesen oberen Bereich einmal durchkommen können. Dann drehen wir uns hier durch, drücken hier dann den grünen, damit der aufgedreht ist. Fahren hier wieder runter, drücken einmal den gelben, zweimal den gelben. Ah nee, wobei der war ja eigentlich schon richtig. Und jetzt nochmal den blauen, damit wir da wieder die korrekte Art und Weise haben. So, und jetzt dürfte der Stromlauf eigentlich richtig liegen. Und dann nochmal einen kleinen Tritt dagegen. Und wir sehen, der Strom läuft perfekt durch. Ideal. Und das war's sogar schon. Kurz ein bisschen die Elektrizität. Ein bisschen hier repaired. Die Stromversorgung ist wieder hergestellt. Jetzt sollten wir mit der U-Bahn fahren. Oh yeah. Die U-Bahn funktioniert wieder. Das heißt, wir und die Crew, die guten alten Rosenblätter oder was auch immer die eigentlich darstellen sollen, sind tatsächlich auf dem besten Weg hier raus. Schaut euch mal diese riesige Champagnerflasche an. Junge, da wurde richtig gefeiert. Okay, ja. Let's go. Raus hier. Blip, blip. Wir müssen nämlich tatsächlich jetzt die Würmer besuchen. Oh, hoffentlich fährt da die U-Bahn auch wirklich hin. X. Ah. Wähle dein Ziel. Der Wald, der See oder das Tal. Yay! Oh mein Gott, wir können jetzt endlich schnell reisen. Let's go! Wir gehen jetzt zum See. Also, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Wir hauen rein. Ui, die Bahn ist schnell. Ja, das stimmt. Es ist wirklich schade, dass niemand sie benutzen konnte. Hoffentlich wird sich das ändern, jetzt wo du sie in Ordnung gebracht hast. Okay. Der See liegt direkt vor uns. Ich kann es kaum erwarten, reinzuspringen. Alright. Das bedeutet also, wir sind direkt hier am See gelandet, bei der Metro Station. Und hier haben wir ein Häuschen, was einen Schlüssel benötigt. Gehen wir also weiter. Oh, erleben wir einen Strand. Ha. Wo ist der See? Wo ist das ganze Wasser hin? Oh, es ist kein Strand, es ist ein ausgedörrter See. Ich wette, Sunshine Inc. hat was damit zu tun. Lass uns diesen Wurm finden. Stimmt. Wo ist der Wurm? Wurm, wo bist du? Kleiner schwarzer Wurm. Ich vermisse dich. Kommt er hier raus? Ist er vielleicht hier hinten? Oh nein, hier ist überall einfach so eine Wüste draus geworden. Oh, das ist ein Damm, der hier gebaut wurde. Alter, das ist alles Wasser. Ah, keine große Überraschung. Oh, no way. Trinkt der einfach hier mit dem Strohhalm das Wasser raus. Deswegen ist der See ja so ausgetrocknet. Diese Roboter haben einen Damm gebaut, damit sie das ganze Wasser absaugen können. Ganz schön unfreundlich. Es ist schlimmer, als wir erwartet hatten. Hallo? Oh, hab ich was gedacht, Wurm? Ja, da bist du ja. Hast du das gesehen? Ja, wir haben es herausgefunden. Was können wir tun, um euch zu helfen? Ich weiß nicht. Erstmal solltet ihr Mutter kennenlernen. Mutter? Mutter? Wer ist Mutter? Meine Mutter. Oh, okay. Leuchtet ein. Wo wohnt ihr? Wir wohnen im alten Bergwerk. Bergwerk, tief unter dem See. ihr könnt mit dem Aufzug in der Hütte herunterfahren. Allerdings braucht ihr den Schlüssel. Zum Glück habe ich ihn mitgebracht. Ah, deswegen konnte. Oh nein, er hat ihn bestimmt verloren. Tja, ich habe den Schlüssel verloren. War so klar, es ist immer so. Hast du eine Ahnung, wo er sein könnte? Wahrscheinlich habe ich ihn verloren, als ich mich hier nach oben gegraben habe. Er sollte nicht allzu weit weg sein. Nun ja, Zeit zu graben. Wow, okay, nice. Wir machen ein Graben-Level. Pigs Dug. Was, Pig Dug? Okay, wir spielen jetzt ein Grabspiel. Oh, was? Wir sind jetzt einfach... Oh, nice. Oh, wow. Okay, wir haben überall so die Möglichkeit... weiter nach unten zu kommen. Da ist jetzt ein Knochen. Okay. Oh, was? Kommen wir hier weiter? Oh, Mist. Hier unten muss er doch irgendwo sein. Wir müssen hier einfach so diesen Schlüssel finden von diesem Wurm. Okay, vielleicht ist er auch irgendwo hier. Erstmal hier den ganzen... Ah! Es hat sich gelohnt, doch nochmal runterzugehen. Der Hüttenschlüssel. Schön. Nice. War ein sehr witziges Spiel. Hat mir sehr gefallen. Huh. Was war das? Ich fühle mich alt. Wo ist der ringelige Freund? Er muss sich ins Bergwerk begraben haben. Und das sollten wir jetzt auch tun. Jetzt, wo wir den Schlüssel haben. Auf geht's. Alright. Dann würde ich mal sagen, ab ins Häuschen. Und dann gucken wir mal, ob der Schlüssel denn passt. Ich finde es so cool, wie die uns hinterherlaufen.
Diese Sunshine Inc. Leute, immer diese Firmen. Aber hier, das Geschenkle mitnehmen. Pickstock! Nice. Das ist wahrscheinlich die Trophäe dafür, dass wir das Spiel gewonnen haben. Und jetzt machen wir hier nochmal kurz Tür auf. Alright. Checken wir mal ab, was wir hier drin haben. Oh, das ist ein bisschen wie bei Wobbly Life. Wir können hier dann diesen Schalter umhauen. Und jetzt fahren wir mit dem Aufzug hinunter ins Bergwerk. Ah, ihr habt den Schlüssel gefunden. Tut mir leid, dass es nötig war. Oh, kein Problem, Mann. Folgt mir. Meine ganze Familie ist da unten. Okay, alles klar. Wir schauen uns das Ganze mal an. Da oben haben wir auch noch mal was. Aber da kommen wir jetzt irgendwie nicht ran. Und hinten stürzt alles ein. Ein Klassiker. Damit sind wir auf jeden Fall jetzt erstmal hier drinnen gefangen. Ich schätze, jetzt werden wir einen anderen Weg nach draußen finden müssen. Ach ja, diese Totenköpfe machen hier auf jeden Fall ein schönes Ambiente. Okay, hier ist ein kleiner Schalter. Den können wir auf jeden Fall mal betätigen. Dann geht da... Oh, was ist denn... Oh, na, das ist jetzt natürlich eine dumme Situation. Können die rein? Oder wie kann ich denn raus? Also, versteht mich nicht falsch. Also, ich... wie soll ich denn das jetzt machen? Oh, I know. Wir haben hier diesen Schalter. Den hauen wir wieder um. Und dann können wir hier, jetzt verstehe ich auch, was dieses Loch da war, können wir hier durch dieses Loch wieder zurück. Und jetzt können wir mit der Crew weitergehen. Komm mit, Freunde. Wir müssen diese Höhle hier gemeinsam erkunden. Oh, okay. Das sieht aus wie TNT. Drücken wir mal drauf und gucken mal, ob das einen kleinen Knall macht. Schönes Ding. Weiter geht's, kleine Gruppe. So, erstmal hier hoch. Und dann haben wir hier ein bisschen TNT. Okay, die sind jetzt weiter nach unten gelaufen. Jetzt muss ich irgendwie gucken, wie ich die hier... Kann ich vielleicht das Ding hier treten und dann eine Explosion auslösen? Nö. Okay, ich gehe mal hier weiter. Guck mal, was passiert, wenn ich hier runtergehe. Dann kann ich da den Knopf drücken. Aber sag mal, muss ich nicht die Freunde irgendwie mitnehmen? Ich glaube, die bleiben da jetzt erstmal. Oh, jawohl. Und da sind wir auch bei einem alten Haus gelandet. Mit Figuren von schattigen Wolken? Das... muss weggetreten werden. Oh nein. Ist das etwa das ehemalige Zuhause von diesen Würmern? Oder ist das möglicherweise eine Basis, die sie sich hier heimlich aufgebaut haben, um vielleicht wertvolle Mineralien und Erze abzubauen? Tja, wenn ihr mich fragt, oh, dann wird es uns vielleicht dieser Wurm hier erklären. Hey, hast du dich verirrt? Nein. Oh gut, hierher kommt, was? Hierher kommt niemand mehr. Die Bewohner dieser Stadt waren eigentlich sehr nett. Vor einiger Zeit begannen sie mit dem Bau einer U-Bahn, die alle Städte der Insel verbinden sollte. Alle waren begeistert, aber als in der Nähe des Vulkans gegraben wurde, erwachte dieser und verschlang die gesamte Stadt. Ich glaube nicht, dass jemand den Ausbruch überlebt hat. Naja, wir haben zu tun. Ich warte am Aufzug auf dich. Okay, Kumpel, okay. Aua, 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 aua. So, wir gehen mal weiter. Ich glaube, jetzt kommen wir wieder zurück zu unserer Gang. Ah ja, guck mal, jetzt können wir hier die Sprengung vollführen. Damit kommen die weiter und da unten ist der Aufzug. Okay. Nice. Haben wir sehr gut hinbekommen. Wie können wir diesen Aufzug nach unten veranlassen? Frage ich mich auch. Keine Sorge, Leute. Ich unterstütze euch. Yo, was ein echter Broski. Ein richtiger Bro, wirklich. Dieser Wurm ist so seltsam. Unringelig. Ich hatte noch nie einen ringeligen Freund. Ich auch noch nicht. Moment mal. Erinnerst du dich an diese Raupe, die du gefunden hast? Oh, du meinst Penelope? Stimmt. Sie war ringelig. Aber nach ihrer Verwandlung in einen Schmetterling haben wir den Kontakt verloren. Das ist Wochen her. Ich hoffe, ihr geht es gut. Ja, sehr bestimmt. Ich liebe diesen Smalltalk dazwischen. Das ist schon sehr cool. Schnell, hier entlang. Alter, der balanciert wieder auf mir. Hui. Guck mal, da ist wieder so eine kleine Bombe, die wir explodieren lassen müssen. Bombi. Und da oben ist ein Loch, wo man reingehen kann. Und dieses Loch beinhaltet einen weiteren Ausblick. Aber ich glaube, hier kommt man nicht weiter. Es ist also nur ein Fake-Loch. Oh, und hier fehlt ein Schalter. Woher bekommen wir denn jetzt diesen Schalter? Oh, wir können jetzt durch Röhren durchgehen. Sehr nice. Suchen wir mal einen Schalter, der sich gewaschen hat. Der da zum Beispiel. Ein Zünder. Ja, das sieht auf jeden Fall richtig aus. Vielleicht sollten wir den mal mitnehmen. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an Mario, muss ich sagen. Ich finde das cool, Mann. Dieses Röhrensystem, nur dass die Röhren hier halt eben grau sind und bei Mario sind sie grün. Aber ich finde, das System von durch Röhren gehen, das ist schon sehr cool. So, jetzt haben wir einen Zünder dabei und den können wir blub, einmal hier aufsetzen und draufdrücken. Peng! Schön hier weiter aufgemacht. Wir müssen die Stadt der Würmer finden. Huh!
Ein weiteres Hindernis. Meine Füße tun weh. Meine doch auch. Meine doch auch. Da ist, glaube ich, ein Geheimweg. Ja. Aha. So, dann hier mal das Ding aufmachen. So. Und da oben konnte man auch noch was machen. Und zwar gibt es hier nämlich diese Dinger. Ah, das haben wir auch schon gesehen durch den Geheimgang. Und guck mal, hier oben ist sogar eine brüchige Wand. Da kann man ebenfalls nochmal einen Schalter drücken. Und da, ups, so, gibt es auch nochmal eine brüchige Wand. Tja, da müssen wir nochmal kurz hin, bevor wir da unten weitermachen. Ah, oh Gott, woher kommen die denn? Uiuiui. Und die Münze nochmal kurz holen. Eieieiei, wofür brauchen wir die denn? Das sind viel zu viele Orangen. Oder, oh, ich bin so dumm, das sind keine Orangen, Mann. Das sind auch Fässer. Oh, ich bin so dummi. Oh Gott, bin ich dumm. Eieieiei, das dürft ihr niemandem weiter erzählen, dass ich dazu Orangen gesagt habe. Ah, okay. So, einmal da rein. So, bitte einmal aufmachen, das Ding. Zack, zack, zack. Ach, wir brauchen gar nicht so viele Orangen. Zack, zack. Und geschafft haben wir das Level. Schönes Ding, schönes Ding. So. Wir bewegen uns weiter vorwärts in dieser Welt. Und guck mal, da ist wieder ein kleiner, aber feiner Secret Way. Dafür müssen wir jetzt aber wieder unseren Gießkannenkopf anziehen. Worauf ich sehr stolz bin, dass wir den haben. So, einmal hier das Ding hier gießen, ne? Und dann zack, haben wir hier auch schon, wow, eine Münze. Nice. Ich sag's euch, wir sind reich. Wir können bald in so einem Shop einkaufen gehen. Oh man, da werden wir richtig reich sein. So, einmal hier die Tür aufgemacht. Einmal hier durch, dann schuh. Oh, wer bist du denn? Hey, du Kleiner. Kleiner. Was? Du bist auf dem richtigen Weg. Oh mein Gott. Oh Gott. Das ist ja der Wurm mit einem Totenkopf einfach. Kommt durch, Jungs. Durchkomm. Angeblich, die kommen nicht durch. Komm, 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 komm. Jetzt alle, jetzt alle, jetzt alle. Andele, andele, andele. So, und dann hier einmal runtertreten. Ne? Und dann, so, nochmal kurz die Freunde hier einmal... Bitte, bitte, einmal das Fass bitte durchlassen. Jawohl, bitte. Mann, jetzt steht der eine Typ da drauf. Komm, hier lang. Genau, lass das Fass dort. Und durch, durch, durch. Go, 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 ihr Kleinen. Und eine kleine Sprengung nebenbei. Das ist so schwierig, mit denen immer hier herumzulaufen. Das ist so, als ob man eine ganze Trigarde an Blättern dabei hat. Ich glaube, das sind sogar Blätter. Kann das sein? So Rosenblätter? Ich glaube schon. Oh, ein kleiner Wurm. Ha. Mutter, Sie sind hier. Oh, jetzt lernen wir die Mutter kennen. Oh, wie groß ist sie? Oh mein Gott, sind das viele. Wow, hi Mutter. Guten Tag, hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Guten Tag, hallo. Hallo. Wer seid ihr? Ich glaube, eines deiner Kinder hat uns gebeten, hierher zu kommen und euch zu helfen bei einer Klempnerarbeit. Ja, es hat irgendwie mit dem Wasser zu tun. Ah, verstehe. So ähnlich, ja genau. Nun, jahrelang kam Wasser aus dem Rohr da oben an der Decke geflossen. Wir haben es getrunken, damit geduscht und geputzt. Wir möchten es hier gern hygienisch haben, aber seit kurzem fließt kein Wasser mehr. Oh, und jetzt haben wir Durst. Außerdem ist es hier ungesund schmutzig. Wir haben gesehen, wie der riesige Roboter das ganze Wasser aus dem See saugte. Dabei können wir euch helfen. Das wäre toll. Aber vorher möchte ich euch um einen Gefallen bitten. Nur zu, wir helfen gerne. Ernie, eins meiner Kinder ist verschwunden. Ich glaube, er wollte tief im Bergwerk nach einer anderen Wasserquelle suchen. Aber er ist noch nicht zurückgekehrt. So langsam glaube ich, er könnte in Schwierigkeiten stecken. Würdet ihr ihn bitte zurückholen? Wird gemacht, gute Frau. Wird gemacht, wird gemacht. Meine Gnädigste, ne? Eigentlich bin ich ein bisschen müde. Ja, ich auch. Geht mir auch so. Na gut, kannst du gehen und Ernie finden? Oh, ja. Nice. Nice, immer auf die anderen schieben. Finde ich gut. Wir warten hier auf dich. Und chillen mit den Würmern. Okay, den ringeligen Würmern. Sehr korrekte Leute. Einfach korrekte Leute. Allein gelassen in dieser Höhle müssen wir der Mutti helfen. Hallo Mutti, wie geht's dir? Hallo Roman, wie geht es dir? Ich habe dir einen Auftrag gegeben. Du musst mich jetzt retten und das Wasser zurückholen. Okay, das ist die Aufgabe der Mutti gewesen. Und so wie es aussieht, müssen wir uns also in dieses Kanalisationsrohr begeben. Das Problem ist, dass die Firma, die hier die ganze Zeit diese Naturschäden anrichtet, irgendwie nicht aufhört. Inzwischen haben sie auch schon angefangen, das Wasser, was über uns ist, tatsächlich auszusaugen. Und wir müssen den Würmern, die hier in dieser, naja, Art Bergwerk leben, irgendwie helfen. Deswegen sind wir mal wieder mit unserem Wasserhut unterwegs und müssen mal alleine dieses Ding mal wieder lösen. Nun gut, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir haben nämlich sowieso schon alles alleine gemacht. Und oh oh,
da ist jemand, der ganz schön viel gegessen hat. Rülps. Okay. Was ist mit dir los? Oh, hallo, guten Tag, hallo. Oh Gott. Hallo, mein Name ist Ernie. Auch wenn ich gerade nicht so aussehe, bin ich ein Wurm. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe nach Wasser gesucht und diese schöne grüne Quelle entdeckt. Ja, ja, da ist es so köstlich aus. Da habe ich alles ausgetrunken. Aber so gut war es nicht. Und jetzt will ich zurück zu meiner Mama. Aber ich kann mich nicht bewegen. Kannst du mir helfen? Okay, ja, das ist Ernie. Und übrigens hatten wir auch den Auftrag, neben dem Wasser wieder Ernie nochmal zurückzuholen. Und ich glaube, das ist er. Ja, er sieht auf jeden Fall danach aus. Ernie, oh Gott, ist Ernie weich. Oh, komm da durch. Komm einmal da durch. Zack. Komm schon, du kleine, dicke Qualle. Durch da. So, dann bitte einmal hier. Komm schon, einmal hier nochmal. Bitte ein bisschen weiter, bitte. Jawohl, genau, genau. Komm schon, Mann, Ernie, du... So, genau, da drauf musst du. So, dann müssen wir hier nochmal kurz da hoch. Nochmal schnell die Münze hier abholen. Und ich würde gerne mal gucken, was passiert, wenn wir da reinfallen. Werden wir grün? Nee, uns gefällt's anscheinend. Oh ja, ein schönes Bad. So, und jetzt müssen wir eigentlich nichts mehr tun, außer den Knöppi hier zu drücken, ne? Um Ernie nach oben zu bringen. So, 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 Ernie. Bringen wir dich mal nach Hause, du kleiner Freund, du. So, da kurz zum TNT, den mal kurz wegsprengen, den Ernie. Ping! Hat ihm aber nichts ausgemacht, gell? Los, Ernie, beweg dich. Schnell, los. Drauf da. So, so, so. Jetzt einmal kurz nochmal ein bisschen Hilfe geben. Zack. Oh, okay, jetzt haben wir da den Weg aufgemacht. Jetzt müssen wir Ernie irgendwie... Oh, jetzt können wir ihn hier nochmal bewegen. Oh, wow, wir haben jetzt einfach nur die Steuerung hier. Wir müssen nochmal hier nach links das Ding bewegen. Oh, das war jetzt falsch. Oh, jetzt haben wir ihn komplett eingespannt. Nein! Er ist einfach so eingespannt. Oh, nö. Und jetzt nochmal das da drücken. Dann kommt er dahin. Dann nochmal... Oh! Das wollte ich eigentlich nicht tun. Aber es ist witzig. Oh, nein, er hängt in der Wand fest. Okay, so, jetzt aber... Da, so nach oben, ne? Aua! Nein, bisschen... Ach, egal, wir kriegen das schon hin. Genau, irgendwie dahin. Los! Jawohl! Oh, endlich! Okay, so, und jetzt nochmal hier kurz den Knöppi drücken und jetzt werden wir hochgefahren. So, es geht hoch und wir bringen Ernie mal wieder zurück. Los, Ernie, beweg dich! Ernie, schneller! Schneller, Propeller! So, apropos Propeller, da ist sogar einer. So, dann hier den Knöppi drücken. So, und jetzt wird der gute alte Ernie... Oh nein, oh nein. Ach, Ernie, komm schon. Oh yeah. Geh mal zum Fahrstuhl. Mal gucken, ob der Fahrstuhl funktioniert, wenn wir ihn da hinbringen. Weil sonst, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ernie, so, einmal bitte. Einmal, genau. Nein, 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 du bleibst da jetzt nicht drin stecken. Ja, genau, beweg dich vorwärts, du dicke Limette, los! Jetzt kann ich ihn hier, blopp, als Trampolin verwenden, ne? Oh, und jetzt kann ich dann hier durchlaufen, ne? Wo oben wahrscheinlich ein Schalter auf uns warten wird. Ho, hoia. Nice, Mann. Und hoch mit ihm. Oh, Ernie, wir bringen dich jetzt zu Mama. Und dann gucken wir, was du da wieder gegessen hast, Ernie. Ich hab ihm immer gesagt, er soll nicht so viel essen. Aber er isst und isst und isst. Immer dieser Ernie. Mama! Oh, der gute alte Ernie findet seine Mutti wieder. So, hätten wir das ja erstmal erledigt. So, ja, Würmer City. Ernie, ich habe dir doch schon... Moment, warum bist du so grün und rund? Ich habe grünes Wasser gefunden und alles ausgetrunken. Das war nicht so toll. Oh, Ernie, du leichtsinniger Wurm. Wenigstens bist du in Sicherheit. Denn dieses rote Ding hat mir geholfen. Dankeschön, vielen Dank, danke, danke, danke. Vielen Dank. Kein Problem, gerne. Wir haben kein Wasser, aber immerhin ist die Familie wieder vollzählig. Ich glaube, deine Freunde haben dir etwas mitzuteilen. Sie sind da hinten. Wo? Hier hinten? Oh, okay. Hey Leute, was geht? Hey, du bist ja zurück. Wir haben was entdeckt. Würmer sind faszinierende Wesen. Faszinierende Ringelige Wesen. Seht ihr das an? Was machen die denn? Wow, 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 wow. Vielleicht können wir mit Hilfe der Würmer zu dem riesigen Roboter gelangen. Ich verstehe. Es mag so aussehen, als hätte ich Schmerzen, aber eigentlich fühle ich mich sehr leicht. Okay. Nun gut. Oh. Du kannst diese Lore benutzen. Sie wird dich direkt zum Eingang bringen. Okay, danke, Mann. Psst. Cool. Transportsystem.
Nice, nice, nice. Dann lass mal hier... Oh, ein Geschenkle mitnehmen. So, genau hier haben wir angefangen. Yay, du hast eine Trophäe gefunden. Ernie, der Wurm. Ich liebe Ernie. Jeder liebt Ernie. Und jetzt fahren wir erstmal hoch und gehen der ganzen Sache erstmal auf den Grund. Und ich frage mich jetzt auch, was es uns bringt, dass diese Würmer solche Fäden schießen können. Aber das finden wir bestimmt gleich heraus. Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht den Roboter einspinnen können. Wir schauen uns das mal an, was der Roboter da gerade macht. Wahrscheinlich saugt er immer noch das Wasser aus, aber naja. Gucken wir mal. Oh, ich verstehe. Die können jetzt wahrscheinlich hier uns ein bisschen weiter nach oben bewegen. Sag mal, könnt ihr ein bisschen hochfliegen, bitte? Wir können ja mit denen reden. Hallo, bist du bereit, gegen den Roboter zu kämpfen? Ja, na klar doch. Gut, dann lass uns losgehen. Oh yeah, let's go. Der gute alte Roboter. Der Roboter ist wütend. Bleib aus seiner Schusslinie raus. Oh, und fall bitte auch nicht hin. Okay, ja, fall nicht hin. Fall einfach nicht hin. Okay, oh. Yo, 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 relax, relax. Okay, einfach nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. Aha. Was? Yo, 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 macht er nicht. Einfach ein Super-Laserstrahl. Die Idee ist einfach, immer oben zu stehen, weil es ist immer leichter, von oben runter zu springen, als hochzuspringen. Dem Roboter ist das Wasser ausgegangen. Er muss nachfüllen gehen. Pass auf, wir fliegen ihm nach. Oh yeah! Meine kleinen Drohnenfreunde machen hier eine richtige Action-Show. Schönes Ding. So, du Roboter. Hör auf das Wasser! Oh, aua! Okay, ich lass mich einfach einsaugen. Ich gehe da rein. Ich gehe da rein. Oh, nice! Wir haben den Strohhalm tatsächlich geblockt. Dadurch hat er keine Saugkraft mehr und hat Schaden bekommen. Nice. Was? Jetzt haben wir uns einfach auf einmal wieder dahin teleportiert. Wie kommen wir denn da wieder hin? Aber kein Problem für uns. Die rote Bohne. Was? Er holt sich wieder Wasser. Aber jetzt reicht es! Ran an den Strohhalm und drittes Leben. Weg, Junge. Weg! Hui! Ich glaube, das war's. Das war der Schutz der Seen. Oh, da ist der Typ. Da ist das Gehirn oder was auch immer das sein soll. Gut, ich habe dich lange beobachtet. Das war zu viel. Du hast all meine Roboter zerstört. Es reicht. Schnapp den Jungs. Oh, oh. No way. Ah. 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 Hauptaufgabe. Ups, du wurdest gefangen. Okay. Unangenehme Situation, aber in Ordnung. Und denk gar nicht erst an Flucht. Was? Wir sind in einem Gefängnis? No way! Ich behalte dich aus der... Was? Ich behalte dich aus dem Raum nebenan im Auge. Oh nein. Ein Sicherheitssystem. Höchste Technik. Hallo? Also, tut mir leid, dass wir das nicht vorausgesehen haben. Ich glaube nicht, dass mich jemand beim Graben bemerkt hat, aber hier wimmelt es von Robotern. Wir müssen dich rausholen. Danke, du kleiner Wurm. Ich habe eine Idee. Finde einen Weg, den Roboter abzulenken. Ich kümmere mich um den Rest. Okay, alles klar, Mann. Dann lass mich mal hier ein bisschen einfach die Kamera kaputt machen. Aha, hat funktioniert. Was? Oh, 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 da ist aber jemand ganz schön sauer auf uns. Unglaublich. Ich lasse dich für 2 Minuten alleine und du findest einen Weg, etwas kaputt zu machen. Hast du eine Ahnung, wie lange es dauert, diese Dinger zu ersetzen? Das bedeutet eine jede Menge Papierkram und muss meinen Chefs bis ganz nach oben vorgelegt werden. Sprich, es dauert ewig. Okay. Yippie. Okay. Oh, er hat sich gerade den Schlüssel geschnappt. Vielen Dank also, dass du mir den ganzen Tag verdorben hast. Mach jetzt nichts mehr kaputt. Okay, ganz ruhig, Mann, ganz ruhig. Ich hab den Schlüssel. Okay, Mann. Nice. Da ist die Tür auch schon offen. Bitte sehr. Kein Problem. Oder Dankeschön. Oh, jetzt können wir wenden tatsächlich und gehen hier durch einen Lüftungsschacht. Crazy. Let's go. Oh, jetzt habe ich angefangen zu gießen. Das war nicht gewollt. Auf einmal so eine Pflanze einfach in so einen Lüftungsschacht gesetzt. Wow. Okay, okay, okay. Da hinten ist die sogar noch. Cool. Das ist sehr nice. So. Oh, da hinten ist sogar jetzt der Roboter, der eigentlich auf uns aufgepasst hat, aber da die Kamera jetzt kaputt ist, kann er nichts machen. Und der geschäftliche Weg, um diese neue Kamera zu ersetzen, dauert ewig. Deswegen haben wir Zeit. Hauptaufgabe, entkomme aus dem Vulkan. Oh, oh. Ach, das ist die Vulkan-Main-Base. Warte. Oh nein, viel zu viele Roboter. Ha, dem sein Gesicht. Wow. Der nächste Raum ist voller Roboter. Du musst listig vorgehen, denn wenn sie sich sehen, dann fangen sie dich. Oh, das Geheimlabor von Mr. Pink. G-
Gehirn oder wie auch immer. Mr. Pinkwolke ist es, glaube ich. Das ist es also? So wird sie letztlich aussehen? Ja, alle verdammten Gebäude sind vorhanden. Wo ist mein Haus? Habt ihr an mein Haus gedacht? Ja, es ist genau hier, in der Mitte. Ah ja, richtig. Wird es zum großen Ausbruch fertig sein? Wir haben bereits mit der Fertigung begonnen. Schön, sehr, sehr, sehr schön. Ich sollte mir das lieber mal ansehen. Wow, er scheint einen Husten zu haben. Oh! No way! Was passiert? Tut mir leid. Du arbeitest daran seit Wochen und es ist immer noch nicht fertig. Tut mir doch leid, Mann. Die zwei, die da sind, das sind die zwei Auserwählten gewesen, die da am Anfang im Dorf mitgenommen wurden. Die sind jetzt eingesperrt. Wir reden hier von einer neuen Welt, von einer perfekten Welt. Tut mir leid, Mann. Wir werden sie zum großen Ausbruch fertig sein. Tut mir leid. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Alle Bürger von Sunshine-Stadt sollen perfekt sein, verstehst du? Sunshine-Stadt klingt so langweilig. Also, Sunshine-City ist da schon viel besser als Ausdruck. Naja, genau, genau. Stell sicher, dass für die nächsten Monate alles bereit ist, ja? Genau. Wie auch immer. Mr. Pinkwolke scheint tatsächlich ein kleiner Choleriker zu sein. Nun gut, wir gehen hier mal weiter runter. Hey, wir sind hier, hilf uns! Moment mal, kennst du die? Was machen sie hier? Ah, wir müssen einen Weg finden, die Käfige zu öffnen. Und jetzt können wir den Laser aktivieren, um die Seile durchzuschneiden. Nice. Sehr nice. Und fertig befreit. Bitte. Vielen Dank. Puh, ich dachte schon, ich müsste den Rest meines Lebens hier verbringen. Was ist mit dir geschehen? Warum bist du hier? Was ist mit dir geschehen? Naja, weißt du doch, als ich einen Besuch in der Zentrale von Sunshine Inc. gewonnen habe, wie sich herausstellte, war es kein Besuch. Sie haben uns tagelang in diese Käfige gesteckt. Dann haben sie Fotos von uns gemacht, uns gefilmt, Messungen vorgenommen. Wozu? Geht es euch gut? Wozu? Sie führen Experimente durch. Sie bezeichnen sie als die Sunshiner. Au! Oh nein! Sie versuchen, eigene Bewohner für ihre eigene individuelle Stadt zu kreieren? Hallo? Was ist das? Keine Sorge, sie sind harmlos. Und sie sind nicht sonderlich klug. Das ist also ein Sunshiner? Er sieht einfach auch nur aus wie ein Roboter, der versucht, euch beide nachzumachen. Ja, mehr ist es im Grunde nicht. Eine künstliche Intelligenz. Mr. Sunshine will, dass sie perfekt sind, aber ich glaube nicht, dass es noch besser wird als das. Es sind schließlich nur Roboter. Sie machen also alles, was Mr. Sunshine von ihnen verlangt. Der große Ausbruch Sunshine City Stadt. Oh nein. Der große Ausbruch? Was? Oh nein. Er berechnet irgendwas. Irgendwas geht in seinem kleinen Wurmkopf hervor. Auf jeden Fall hat er da irgendwo den Radius berechnet. Ich glaube, ich verstehe. Mr. Sunshine will eine riesige Stadt errichten, in der er mit den Sunshinern wohnen und sie für sich springen lassen kann. Okay, war ein sehr schwieriger Satz. Das klingt gar nicht so übel. Wo will er sie errichten? Er wird einen Vulkanausbruch auslösen, um die ganze Insel zu vernichten und darauf bauen zu können. Oh, na gut, das klingt übel. Wir müssen ihn aufhalten. Hauptaufgabe, halte Mr. Sunshine auf. Oh, was? Es ist schon soweit? Das Finale. Oh no. Mr. Sunshine. Mr. Sunnyshine. Oh Gott, oh Gott. Was für eine riesige Factory. Hier wird gebaut. Hier werden schon die ganzen Häuser gebaut. Von riesigen Wolken. Die ganzen grauen Gebäude. Das ganze Holz, was hier komplett zersägt wird. Das Wasser, was verarbeitet wird. Und hier an der Kiste ist jemand. Unsere Freunde! Hallo! Wir haben einen Weg hier reingefunden. Wir sind hier, um dich zu retten. Oh, danke, Mann. Woran arbeiten die hier? Mr. Sunshine will mit dem Vulkan die ganze Insel auslöschen. Was? Ja, es ist übel. Mehrere Eindringlinge. Sofort stehen bleiben. Ups. Komm her! Was? Was passiert hier jetzt? Wir können uns um die Roboter kümmern, das kriegen wir schon hin. Aber du musst Mr. Sunshine aufhalten. Nimm den Aufzug. Schnell, schnell, ich muss ihn aufhalten. Oh nein, es wartet wieder ein gigantischer Bosskampf auf uns. Okay, okay. Oh no. Oh no. Oh was, das sieht aus wie bei Bowser. Nein, das ist ein Endbosskampf. Was? Oh nein. Was? Du schon wieder. Warum kannst du mich nicht einfach in Ruhe diese Insel zerstören lassen? Weißt du, wenn man etwas aufbauen will, muss man manchmal etwas zerstören, das vorher da war. Und das wird es größer, besser. Bald wird diese Insel ein leeres Grundstück sein, eine weiße Leinwand, auf die ich meine perfekte Stadt male. Wie willst du das denn machen? Du bist verrückt. Wie willst du das denn machen? Du bist verrückt, sag ich mal.
Naja, ich werde diesen Vulkan aufwecken und die Insel mit Lava überschwemmen. Sobald ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, lösche ich meine Roboter das Feuer. Was? Sobald ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, löschen meine Roboter das Feuer mit dem ganzen Wasser, das ich aus dem See entnommen habe. Dann stellen sie die Gebäude auf, die ich angefertigt habe. Und zum Schluss bauen sie dort Mais an. Ich mag Mais sehr. Okay. Und bitteschön, eine perfekte Stadt. Alle werden dort friedlich leben. Ich und meine Sunshiner. Es wird keine Unfälle geben, keine Kämpfe, kein Hass, weil ich sie alle kontrolliere. Perfekte Leute in einer perfekten Stadt. Und du bist nicht eingeladen. Oh, das schmerzt aber in meinem Herz. Kümmert euch um ihn, Jungs. Oh, okay, okay, okay. Alles entspannt, Mann. Hey, 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 mein Guter. Hey, hey, hey. Alles entspannt hier. Oh, oh, oh. Also, wir müssen uns immer ein bisschen Platz lassen, weil er uns nämlich sonst... Oh nein, das war jetzt nicht gut. Und das... Oh, oh, oh Gott. Okay. Das hat jetzt gerade noch so hingehauen. Das war gerade sehr eng. Oh, da kommt auf jeden Fall... Ui, 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 ui. Okay, ich verstehe. Okay, nicht so ganz entspannt. Okay. Okay, okay, okay. Wir müssen auf jeden Fall immer auf die rechte Seite gehen, damit er anfängt zu schießen, ne? Und dann müssen wir immer nach links gehen, weil wir nämlich sonst nicht genug Platz haben, Leute. Das war jetzt aber gerade wirklich gemein. Da musste ich mich sogar gerade... Was? Hier kommt Ernie! Ernie! Jawohl! Mach was! Oh mein Gott, da ist er! Autsch! Was? Ernie, was machst du hier? Und wie kannst du mir... Hallo, ich bin hier, um dich zu retten. Oh nein. Es gibt niemanden zu retten. Beseitigt sie! Oh nein. Heißt das, ich soll sie brutzeln? Ja. Ich bezahle dich nicht fürs Nichtstun. Moment mal, du wirst bezahlt? Naja, vieles ist nicht, aber es reicht für die Lebensunterhaltungskosten. Ha, ich nicht. Was? Ich werde hierfür nicht bezahlt. Oh, ein kleiner Mitarbeiterkampf. Das scheint von schlechter Führung, ja. Hey, warum werde ich nicht bezahlt? Können wir später darüber reden? Ich meine, das sind ziemlich extreme Arbeitsbedingungen und ich werde nicht bezahlt? Ja, kommt mir verkehrt vor. Ja, es ist nicht so, dass du kein Geld hättest oder so. Ach komm schon, du musst bloß einen Knopf drücken und die Leute wegbrutzeln. So viel ist es doch nicht. Denk an den kostenlosen Medienrummel und die Berufserfahrung für deinen Lebenslauf. Außerdem werdet ihr Premium-Bürger, sobald meine Stadt gebaut ist. Was bedeutet das? 15% Rabatt auf deine U-Bahn-Karte. Wow, na gut. Ich mache nichts, bis ich bezahlt werde. Ich auch nicht. Ach, kommt schon! Oh, oh, oh. Da hat jemand seine Mitarbeiter nicht bezahlt. Na, ist mir auch egal. Ich brauche euch nicht mehr. Ich kann diesen Vulkan selbst aufwecken. Oh, no. Oh nein, er wird die ganze Insel zerstören. Du musst ihn aufhalten. Spring auf mich. Oh Mann, danke dir, Ernie. Du bist ein echter Ehrenmann. Woo, Ehrenwurm. Ein echter Ehrenwurm. Okay. Gut, wir gehen weiter. Wir versuchen das Ding hier komplett zu retten. Hör auf, mir zu folgen! Was hat der denn da? Ist es ein Trampelboot? Oh nein, wir schwimmen ihm jetzt hinterher. Okay. Wow, was ein Kampf, was ein Kampf. Oh no, oh no, oh no. Schneller, schneller, schneller. Wow, wow, was? Nein! Okay. Oh, was? Wie soll ich denn damit jetzt rechnen? Okay. Hör auf, mir zu folgen! Okay. Yo, ganz ruhig, Mr. Popcorn. Er liebt wirklich Popcorn sehr. Er kann sogar mit seiner kleinen Kanone schießen. Und er schießt wirklich sogar in unregelmäßigen Abständen. Hoppa! Schneller, schneller! So, hier kurz hinterher. Komm, 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 komm. Was für eine spannende Verfolgungsjagd. Nein! Genug! Jetzt ist Lava-Zeit! Nein! Nein! Es ist Lava-Zeit? Oh... Backe. Nein! Was machen wir denn jetzt? Oh nein, ein Endbosskampf auf dem Lavastein? Na schön. Vielleicht habe ich mich ein bisschen verrechnet, was die Stärke des Vulkans angeht. Trotzdem bist du zu spät. Bald wird die Lava die ganze Insel bedecken und eine neue Welt wird sich aus dieser Asche erheben. Eine perfekte Welt. Okay, aber du kriegst jetzt erstmal einen Tritt von mir. Was? Das war's? Das war's? Oh, nun ja, das kam unerwartet. Ich schätze, dann will wohl niemand meine perfekte Stadt. Aber vielleicht einen perfekten Planeten, den Sunshine-Planeten. Warte nur, bis ich darauf lande, dann wirst du schon sehen.
Okay, ciao. Oh, das sind unsere Freunde. Das war leichter als erwartet. Hey Leute. Oh, gut, dass du hier bist. Wir konnten den Ausbruch stoppen, indem wir diesen großen roten Knopf gedrückt haben. Mal ehrlich, wenn man den Knopf alles abbrechen direkt neben dem alles zerstören anbringt, ist das einfach schlechtes Design. Wir sind froh, dass es dir gut geht. Wo ist Mr. Sunshine? Ich habe ihn ins All geschickt. Das ist unwichtig. Das ist unwichtig. Also gut. Für eine Weile sollten wir sicher sein. Danke für alles, was du getan hast. Es war schön, dich hier zu haben. Wir sollten diesen Vulkan verlassen und es allen sagen. Okay. Das... Kommst du mit? Na klar. Ich glaube, wir haben gerade die Welt gerettet. Und Mr. Sunshine besiegt. Und ich glaube, das war das Spiel. Meine werten Damen und Herren, ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, geht doch auch gerne mal mit mir auf eine Reise und drückt den grünen Daumen nach oben. Abonniert gerne den Channel und schaut gerne unter shop.arizo.de vorbei, denn dort gibt es Dr. Auge und auch viele von meinen Comics. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, Leute. Und ciao.